Hallo und herzlich willkommen zum 7. Podcast in unserer Reihe DeFi.jetzt. Heute mit Thor Alexander und unserem Gast Christoph Jentsch und mir, Ralf Knobloch. Ja, Christoph, herzlich willkommen. Und du bist ja eine sehr recht prominente Person im Krypto- bzw. Blockchain-Bereich. Und du hast ja die Firma Slockit auch gegründet. Du bist der Creator der DAO. Und ja, bei uns handelt es sich um das Thema Decentralized Finance. Und wir haben da schon ein paar Vorgänger-Podcasts mit Wissensaufbau gestartet. Und uns würde mal interessieren zu deiner Person. Wie bist du zu, vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor, den Krypto-Werdegang. Wie bist du zu dem ganzen Krypto- und Ethereum-Thema gekommen und zu dem Blockchain-Thema? Und was ist deine Definition von DeFi? Okay, dankeschön. Ja, dann fange ich mal kurz von meinem Werdegang an. Ich will gar nicht jedes Detail bis ins letzte Detail ausführen, aber eigentlich hat alles angefangen. Ich war dabei, meinen Doktor in theoretische Physik an der TU Dresden zu machen. Und dafür habe ich Computersimulationen gemacht und brauchte viele Grafikkarten. Ich habe Software geschrieben, die auf Grafikkarten lief. Und als ich mich online umgeschaut habe nach billigen Grafikkarten, bin ich irgendwie auf die ganzen Bitcoin-Mining-Rigs gestoßen. Das war damals 2013. Und habe mich gefragt, was das ist, warum ich die gerade alle zu guten Preisen kaufen konnte. Das war gerade damals die Zeit, wo Bitcoin aufgehört haben, mit Grafikkarten zu minen, sondern eigentlich zu ASICs oder FPGAs gegangen sind. Und damit waren die quasi auf dem Markt günstig zu haben. Und ich als Wissenschaftler hatte Interesse daran, die zu kaufen, um meine Computersimulation günstig durchzuführen. Eigentlich hat dir dann dieses sogenannte, ja, Rabbit Hole auf Englisch oder dieses Ganze gestartet, dass ich danach nie wieder davon weggekommen bin. Ich habe mich einmal mit Bitcoin beschäftigt, habe mich dieses unabhängige, dezentrale, autonome, dass es eigentlich die Technik einfach da ist und niemand kann irgendwas dagegen tun. Bitcoin existiert einfach. Und das war eigentlich sehr, sehr faszinierend. Ich habe dann bei der Doktorandenzeit, habe mir nebenbei noch Zeit, ein paar andere Sachen zu machen und viel gelesen darüber, Paper gelesen. Und dann Ende 2013, Anfang 2014 ist mir das Ethereum White Paper von Vitalik Buterin irgendwie untergekommen. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Dann war mir eigentlich klar, dass es viel, viel mehr ist als eine Währung. Wenn ich Bitcoin sehe, Bitcoin ist eine Währung, die eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Ethereum wiederum war eine Blockchain mit all den Technologien und Möglichkeiten, die eben auch eine Währung braucht, um zu funktionieren. Es ist also eine andere Zielgruppe, muss man ein bisschen sagen, wobei beides heute zumindest als Geld bezeichnet werden kann, meiner Meinung nach, Bitcoin und Ether. Aber die Möglichkeiten durch Smart Contracts, was damals Vitalik beschrieben hat, die waren so groß und er hat schon sehr weit vorausgeschaut mit seinem White Paper. Aber es lohnt sich sehr, das heute nochmal zu lesen. Er hat damals schon eigentlich über DeFi im Wesentlichen gesprochen und sein erster Beispiel Smart Contract war tatsächlich ein Bitcoin Hedge, wo er gezeigt hat, wie man sich gegen den Preisschwankungen von Bitcoin hedgen kann über einen ganz einfachen Smart Contract. Das waren damals 10 Zeilen oder 20 Zeilen, was in der Größenordnung. Und das hatte damals auch schon sein White Paper so als Beispiel angebracht. Er hat damals auch schon DAOs, also dezentrale autonome Organisation, beschrieben in seinem White Paper. Hat damals schon einen dezentralen Domain Name Service, also heute ENS, beschrieben. Und viele, viele andere Dinge, die heute wirklich existieren, hat er damals schon beschrieben. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Und ich habe dann alles dazu gelesen, was ich lesen konnte. Als dann im Sommer 2014 Ethereum über ein Crowd-Sale eigentlich, also nicht live gegangen ist, aber noch mehr in die Öffentlichkeit, habe ich daran teilgenommen. Und als dann Gavin Wood gesagt hat, wir brauchen C++-Programmierer, habe ich meine Doktorandenzeit erstmal auf Eis gelegt und habe mich Vollzeit dem Team angeschlossen. Das war ja Sommer 2014, damals in Berlin, Kreuzberg, habe ich unter Gavin Wood die C++-Entwicklung mitgemacht, den C++-Client. Und habe dann schnell die leitende Stelle als Tester eingenommen. Meine Rolle bei Ethereum war dann gewesen, dass ich eigentlich tausende von Tests geschrieben habe, die dafür gesorgt haben, dass all die Implementation von Ethereum, also einmal der Go-Client, der Python-Client von Vitalik und der C++-Client von Gavin und noch weitere von der Community wie Java und JavaScript, dass sie sich alle konform an dieselben Regeln gehalten haben. Also ich habe quasi alle meine Tests durchlaufen, um zu sehen, dass sie sich treu an das Protokoll halten. Denn anders als Bitcoin
hatte Ethereum eigentlich ein richtiges Protokoll aufgeschrieben in Form des Yellow Papers von Gavin Wood. Bitcoin gab es nur die Referenzimplementierung, der C++-Client. Und diese Regeln, die Tests, die ich geschrieben habe, sollten einem so zeigen, dass alle Implementierungen dem Protokoll entsprechen. Ich habe dann anderthalb Jahre ungefähr bei Ethereum Foundation gearbeitet. Wir haben den Launch mit begleitet. Es war eine unheimlich spannende, aufregende Zeit, die ich nie vergessen werde. Und beruflich gesehen meine erfolgreichste im Sinne von Ethereum, jeder weiß es, heute mehrere Milliarden wert und es ist ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Und damals so eng mit den Gründern zusammengearbeitet zu haben, war eine unheimliche Freude und hat viel Spaß gemacht. Dann Ende 2015 habe ich Slockit gegründet. Hier die Grundidee war gewesen, dass wir Internet der Dinge mit Blockchain verbinden, um was ich immer gerne als Economy of Things bezeichnet habe, also die Ökonomie der Dinge, dass Geräte eben Zahlungen annehmen können, Zahlungen tätigen können und das alles über Smart Contracts. Dafür war Ethereum einfach perfekt. Die erste Anwendung haben wir daran gesehen, intelligente Schlösser oder Smart Locks daran anzuschließen, um zum Beispiel Fälle wie Airbnb abzudecken, dass ich sage, ich zahle ein Schloss, eine Tür aufzumachen. Das war so die ursprüngliche Idee von Slockit. Als es dann um die Finanzierung ging, haben wir erst über einen Token-Sale nachgedacht, dann gedacht, wir können das doch viel besser, wir machen das in der Form einer DAO und lange Geschichte, wir haben dann letztendlich gesagt, wir bauen eine DAO, wo wir als Slockit uns bewerben, Geld zu bekommen. Die DAO war am Anfang sehr erfolgreich, größte Crowdfunding aller Zeiten zu seiner Zeit, damals 150 Millionen Dollar, der Preis von Ether ging dann weiter hoch, da waren es mal irgendwo knapp 250 Millionen Dollar, ist dann gescheitert wegen einem Bug im Smart Contract, also es gab einen Fehler in dem Smart Contract, dessen Hacker erlaubt hat, dort Geld rauszuholen, was eine sehr turbulente Zeit dann in der Ethereum-Community ausgelöst hat. Es gab andere Hacker, die versuchten, das zurückzuholen. Es gab die sogenannten DAO Wars. Letztendlich gab es einen sogenannten Hard Fork. Man kann sich das so vorstellen, wie also das gesamte Ethereum-System musste ein Update machen, um den Schaden in Anführungsstrichen zu beheben. Also punktuell zu sagen, das Geld, was jetzt der DAO war, bekommen die Anleger alle wieder zurück. Das ist letztendlich, was der Hard Fork gemacht haben. Man kann sich das manchmal so vorstellen, wie wenn man ein iPhone hat und es gibt eine App, die das System beschädigt oder die nicht läuft und die einzige Art und Weise, das System zu reparieren, ist ein iOS-Update zu machen, statt die App abzudaten. Das war einfach technisch nicht möglich. Die Community hat damals dem zugestimmt, seitdem gibt es Ethereum Classic und Ethereum. Auch eine lange Geschichte, nicht Thema von dem heutigen. Aber danach haben wir weitergemacht mit Slockit und haben Consulting gemacht, haben weiter Produkte gebaut, wie es Incubed, haben dann einen Exit gehabt mit der Firma Blockchains LLC, wo wir heute noch sind. Das vielleicht mal so kurz als Kryptowertegang, wo wir heute stehen. Also es waren seit 2013 extrem turbulente, aufregende, spannende Jahre. Ja, unvergesslich und schön und anstrengend, alles dabei. Also das kann ich bestätigen. Insofern, wir haben uns ja auch kennengelernt, als wir 2014 eine Fahrgemeinschaft zwischen Dresden und Mittweida hin und wieder mal gebildet haben. Und ich hatte da auch ja euch immer mal begleitet. Ich erinnere mich auch dran, wo wir mal mit weiter Kaffee trinken waren, wo ich gesagt habe, naja, diese Sache wird das Internet und komplett verändern. Das ist gerade dabei. Jetzt zur Frage. Nehmen wir mal an, du bekommst 1.000 Euro von uns. Wie würdest du die, wenn du sie überhaupt, in Kryptowährungen anlegen? Bitcoin, Ethereum oder was anderes? Gute Frage. Vielleicht zur Überraschung, ich würde nicht alles in Ether anlegen. Ich würde vielleicht sagen 900 Euro in Ether und 100 in Bitcoin. Oder vielleicht würde ich schon was übrig halten für sonstige Protokolle und Sachen, die gerade so passieren. Ich finde beides toll. Ich finde die ganze Krypto-Community toll. Aber die haben ganz andere Ziele und, wie sagt man, besondere Alleinstellungsmerkmale. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Bitcoin ist für mich in erster Linie der Versuch, eine Währung zu schaffen, die eben eine Blockchain braucht, um zu funktionieren. Also das heißt, um den dezentralen Gedanken zu haben, Bitcoin, und das, was ich Bitcoin sehr hoch anrechne, ist dieses, es gibt wirklich keinen, wo man das Gefühl hat, der hat einen großen Einfluss darauf, was die Technologie angeht und so weiter. Das ist in Stein gemeißelt und das hat auch sehr viel. In Stein gemeißelt sind im Wesentlichen das Protokoll, da ist nichts großartig, was sich ändert, es sind nur ganz kleine Feinheiten. Und man kann sich sehr stark darauf verlassen, dass dort in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nichts Bahnbrechendes passieren wird. Das wird einfach so bleiben. Und diese Verlässlichkeit, die hat auf jeden Fall was. Ethereum wiederum ist noch immer noch in den Kinderschuhen. Ethereum ist eine Blockchain, die quasi extrem viel Utility oder Anwendbarkeit hat, weil man sehr viel darauf aufbauen kann. Eine Entwicklungsplattform,
die eben eine Währung braucht zum Funktionieren. Aber das Ganze funktioniert inzwischen schon so, so gut, dass die Währung für mich dafür einen hohen Wert hat, weil sie nun mal die Währung in diesem Ökosystem ist. Und dieses Ökosystem wächst und wächst, und das ist eigentlich genau dieses DeFi, über was wir heute auch sprechen wollen. Dieses dezentrale Finanzökosystem könnte das aktuelle Finanzökosystem komplett ersetzen. Und dann hat Ether eine wesentlich höhere Chance, die Währung mit diesem Finanzökosystem zu werden, als die Bitcoin. Und deshalb ist meine Voraussicht eigentlich viel mehr auf, dass Ether das werden kann. Es braucht noch ein paar Jahre, bis Ether diese, wie sagt man, also in Stein gemeißelt, wenn man es mal so nennt, oder die Unveränderbarkeit hat wie Bitcoin. Aber für mich ist der Weg ganz klar, dass das dazu kommen wird. Denn wenn Ethereum 2.0 da ist, wenn die auch die, wie sagt man mal, die Geldpolitik oder Monetary Policy, die ist be bewusst noch viel, viel weicher als bei Bitcoin, weil sie momentan eher den Bedürfnissen der Blockchain angepasst ist. Es wird so viel Ether geissued, also erzeugt, wie nötig, um die Sicherheit der Chain zu gewährleisten. Und irgendwann, wenn mit Proof of Stake und wenn wir soweit sind, wird sich das irgendwann mal einpegeln. Und dann wird der Tag kommen, wo wir sagen, am Layer One, also quasi der Basislayer, Ethereum Core Blockchain, ist an dem Punkt angekommen, wo es keine großen Änderungen mehr nötig sind. Und dann sind wir auch mal an dem Punkt, wo Bitcoin heute schon ist. Plus aber, dass die Anwendbarkeit aber viel, viel größer ist. Und es gibt sowas wie fertig. Viele sagen manchmal, fertig gibt es nicht. Das SMTP-Protokoll, womit heute E-Mails geschrieben werden, mag vielleicht nicht absolut perfekt sein, aber es ist ausgereift genug, dass es nicht mehr verändert. SMTP ist fertig. Genauso gibt es ja auch LaTeX. LaTeX kann man auch viel drüber umstreiten, aber im Wesentlichen ist LaTeX fertig. Das Protokoll darunter, man kann da auch noch viel oben draufsetzen, aber die Software, klar wird es immer irgendwo eine kleine Feinheit geben, die man anpasst, aber im Wesentlichen ist die fertig. Und so wird es irgendwann auch einen Punkt geben, wo Ethereum 1.0, also nicht 1.0, der Layer 1 Ethereum fertig ist. Das ist, wenn Ethereum 2.0 da ist, es passiert ganz, ganz viel in den sogenannten Shards und in Layer 2, und dort ist ja auch der ganze Fokus drauf. Und irgendwann ist da der Punkt angekommen, wo sich Layer 1 dann die Änderungen einfach nicht mehr lohnen für den Aufwand und den Netzwerk, da irgendwas zu machen. Sagt man aber, jetzt ist das ein Stein gemeißelt. Das ist einfach, weil Ethereum viel mehr vorhat als Bitcoin, dauert es wesentlich länger. Bitcoin ist es schon viel, 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 viel eher passiert, darum hat man jetzt schon diese Verlässlichkeit. Aber ich sehe einfach viel mehr Potenzial dann bei Ethereum, wenn das irgendwann mal passiert. Vielleicht ist das noch überlagert, ich habe die Frage ein bisschen ausgelassen, deine Definition von DeFi. Das ist genau dieser Punkt, dieser Finanzökosystem. Das war von ganz Anfang an die Vision von Ethereum. Ethereum, was, wenn man das Vitalik White Paper liest, war nicht gedacht als eine Währung, sondern eben, wir bauen ein Finanzökosystem. Sogar am Anfang mit dem Gedanke, wir bringen Bitcoin da irgendwie rein. Mit irgendwelchen kryptografischen Methoden, was wir heute übrigens sehen. Rennprotokoll und gibt viele Varianten von BTC, ob das WBTC ist, was jetzt nicht wirklich dezentral in meinem Sinne ist, aber viele Ideen, wie man Bitcoin ins Ökosystem reinbringt, das war eigentlich am Anfang noch eher die Idee. Und das Ether wirklich nur ein, ja, man braucht es eben, weil man sonst keine funktionierende Blockchain hat. Aber inzwischen ändert sich das. DeFi ist für mich wirklich das neue Finanzsystem. Und das geht eben los, dass man eine Währung braucht. Das geht weiter mit dem Kreditsystem. Es geht weiter mit Exchanges. Hier ist Uniswap oder SushiSwap, sind die prominentesten Beispiele. Dass ich eigentlich sagen kann, ich komme irgendwann mal an den Punkt, dass ich keine Bank mehr brauche und nicht mal mehr den Staat, der eine Geldwährung irgendwie ausgibt. Dass ich völlig selbst souverän an diesem Finanzsystem teilhaben kann. Praktisch wird es natürlich so aussehen, dass die wenigsten Menschen völlig selbstsouverän daran teilnehmen, weil sie technisch dazu nicht in der Lage sind. Die meisten werden noch irgendwo Firmen benutzen, die ihnen Hilfe bieten. Vielleicht wird das auch die zukünftige Rolle der Banken sein, eben als Treuhänder oder Custodian zu fungieren und den Leuten dabei zu helfen, dieses System zu nutzen. Aber ich sehe hier wirklich eine Revolution im Backend, dass man hier quasi dieses Finanzsystem eigentlich schon mal ganz neu erschafft. Und das ist eigentlich für mich DeFi, dezentrale Finanzsysteme. Und immer noch in den Kinderschuhen. Und wir sehen aber jetzt schon, wie mächtig das sein kann und welche Zahlen da manchmal so rumgehen, welche Milliarden dort jetzt schon drin liegen und für sich arbeiten. Es gibt natürlich immer, wenn irgend sowas passiert, auch viele Scammer, die um die Ecke kommen. Und manchmal kann man einen Token ganz schwer unterscheiden von einem Schneeballsystem und von einer echten Utility, weil die Grenzen oft sehr, sehr verwaschen. Weil man viele Protokolle eben genau darauf ausgelegt sind, dass sie Token ausgeben an ihre ersten User, um eben die Netzwerkeffekte zu schaffen. Aber das sieht eben sehr stark auch nach Schneeballsystem ist aus, hat auch manchmal Züge eines Schneeballsystems. Andere Systeme wiederum sind ganz anders. Diese ganze Wissenschaft von, wie man Tokens einsetzt und unter welchen Regeln man die aussetzt, ist so groß. Sehen wir gerade eben auch alle möglichen Experimente schon seit 4 Jahren. Und ist für mich einfach alles noch eine große Spielwiese, alles noch ein Sandkasten mit viel Geld, also ein reicher Sandkasten, wo viel experimentiert wird. Aber da wird sich irgendwann, denke ich, einpegeln auf,
gewisse Standards und eben so wie SMTP für E-Mail wird es irgendwann eben auch ein Standardprotokoll für Exchange geben, ein Standardprotokoll für Kredite. Und da gibt es Firmen wie auch in Dresden, Adpar und andere, die an solchen Standardisierungen arbeiten. Und ja, wir sind dabei, ein neues Finanzsystem zu bauen und das braucht ein bisschen Zeit. Aber momentan passiert es auf jeden Fall auf Ethereum und Bitcoin ist nicht im Zentrum dieser Entwicklung. Du hast vorhin einen Begriff verwendet, Economy of Things. Da gibt es ein super Projekt bei Bosch schon seit 4 Jahren, das heißt Economy of Things. Das leitet der Nick Scharmann. Economy of Things, da geht es ja auch darum, dass sich Maschinen beziehungsweise Maschinen-Mensch-Interkommunikation, Bezahlvorgänge oder Wertübertragungsvorgänge. Wie siehst du diese Economy of Things, also mit Maschinengeld, wird das eine massive Erweiterung des DeFi-Begriffes darstellen oder hast du das in deiner Definition schon inkludiert? Das gehört, also jetzt, heute ist es praktisch noch nicht mit drin. Also es gibt wenig, leider muss man auch sagen, diese IoT oder Economy of Things ist nicht so schnell abgehoben, wie es mir gewünscht oder vorgestellt hat. Es ist wie so oft, Sachen brauchen viel länger, als man denkt. Aber es heißt nicht, dass es nicht noch passieren wird und nicht gerade eben wieder immer noch viele Projekte gibt, die das tun. Stand heute, wenn man einmal in Zahlen ausdrückt, spielt IoT keine große Rolle in DeFi. Es geht hauptsächlich um Exchanges oder um irgendwelche Liquidity Providers, Kredite und andere Dinge. Ich hoffe und ich denke auch, das wird sich in Zukunft auf jeden Fall noch in diese Richtung erweitern. Das wird auf jeden Fall dazukommen, wann, in welcher Form, wie groß, ganz schwer abzuschätzen. Aber der Gedanke, dass eben mein Auto, mein Elektroauto, die Stromsäule direkt bezahlt und das auf einem einheitlichen Protokoll passiert. Und wenn das so einheitlich passiert, unabhängig von irgendeinem, von einer Firma, dann kann das eigentlich nur eine Art von DeFi sein, in irgendeiner Form. Und das ist zumindest, wie ich hoffe, ich meine, es kann natürlich sein, dass sowas nicht entwickelt, dass irgendeine Firma, das VW Imperium, was auch immer, seine eigenen Standards oder das einfach selber macht, das kann immer passieren. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es auf offenen Standards basiert. Und wenn es ein offener Standard ist, dann ist es sehr, sehr naheliegend, irgendwo in Layer 2, in DeFi, in der Richtung was zu machen. Okay. Aus deiner Sicht, welche Kryptoprojekte oder Kryptoassets haben in 2 Jahren noch eine Bedeutung oder werden eine massiv gewachsene Bedeutung haben? 2 Jahre in der normalen Welt sind wie 20 Jahre in der Kryptowelt. Ist quasi fast unmöglich vorherzusagen. Also ich bin auch da sehr zurückhaltend. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin immer noch, ich glaube ganz stark daran, dass der Netzwerkeffekt von Ethereum so schnell nicht verschwinden wird. Es gibt natürlich sogenannte Ethereum-Killer, die sich aufmachen, da diesen Marktanteil im Bereich Smart Contract und DeFi was wegzunehmen. Dort sind meiner Meinung nach die aussichtsreichsten vielleicht Definity und Polkadot, vielleicht auch noch ein bisschen Cosmos. Das sind Projekte, die ich technisch sehr interessant halte, weil sie Sachen einfach anders angehen. Definity ist eigentlich, auch wenn es Blockchain-artige Züge hat, viel mehr ein dezentrales Amazon Web Services, also wo es viel mehr darum geht, eigentlich dezentrales Computing oder Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, auch dezentrales Hosting von Applikationen. Deshalb nennen sie sich auch gerne Internetcomputer. Hat Züge einer Blockchain und von Smart Contracts, ist aber viel mehr diese Richtung. Polkadot, mehr der Gedanke, wir skalieren darüber, dass jede Anwendung seine eigene Chain bekommt, wir aber in dem Kern mit dieser Relay-Chain die Sicherheit bieten. Also quasi nicht jede Chain muss seinen eigenen Sicherheitskonsensus haben, wie Proof of Work oder Proof of Stake. Das übernimmt der Kern und man kauft sich da ein, indem man sich einen Platz in dieser Relay-Chain einkauft, indem man also Dot-Tokens kauft oder staked. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Cosmos wiederum geht davon aus, dass jede Blockchain sich seinen eigenen Konsensus macht und wir die verbinden die nur. Also man kann sagen, ein Kommunikationsprotokoll zwischen den Blockchains. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Hier werden einfach noch technologisch andere Ansätze ausprobiert, die ich sehr interessant finde. Viele von den anderen Projekten, wobei ich es nicht alle unter einen Kamm scheren möchte, sind im Wesentlichen sehr viel kopiert, sehr viel nur ein kleines bisschen verändert in dem. Sag mal, man hat oft immer so ein Dreieck von Sachen, in denen man optimieren kann, ob das jetzt dezentral ist oder zentral oder eben sehr günstige Kosten oder höhere Kosten. Man kann meist irgendwo Kompromisse finden. Und ja, klar, Ethereum hat sehr stark auf Dezentralität, das hat halt hohe Kosten mit sich. Wenn man sagt, ich gehe mehr Richtung EOS und von mir aus auch Tron und andere, die sind wesentlich günstiger, haben dafür eine kleinere, also was Dezentralität auch im Sinne von, was es mich kostet, eine Node laufen zu lassen, kann jeder eine Node laufen lassen. Die meisten anderen sind irgendwo nur Kompromisse in eine oder andere Richtung. Das sind Projekte für mich, wo ich sage, die haben einen komplett anderen Ansatz.
Wo ich denke, es wird in der Zukunft immer irgendwelche Projekte finden, irgendwelche Projekte geben, die sagen, ich passe nicht in das Ethereum-Ökosystem rein oder ich brauche nicht diese Features, die mir Ethereum bietet. Mir reicht eben auch das, eben Definity oder Polkadot oder Cosmos. Und deshalb werden die auch, denke ich, immer noch irgendwo eine Rolle spielen. Denn ich sage ja, wenn ich sage, ich brauche nicht diese Selbstsouveränität, diese 100% Dezentralität, das ist mir nicht so wichtig in meinem Projekt. Oder ich brauche nicht die, auf Englisch sagt man Composability, auf Deutsch würde ich das mit, wie würde ich es am besten übersetzen, die zusammen, wie die Komponenten alle zusammenspielen. Also wenn ich zum Beispiel im Ethereum-Ökosystem bin, dann habe ich dort sehr gut funktionierende Stablecoins wie Dollarcoins oder Eurocoins oder ich habe funktionierende dezentrale Exchanges wie Uniswap, an die ich mich andocken kann und die ich in meinem Protokoll oder mein Produkt nutzen kann. Wenn ich sage, ich mache meine eigene Chain, dann ist das erstmal nicht vorhanden. Das heißt, wenn ich diese Komponenten brauche, dann muss ich nun mal bei Ethereum was machen. Wenn ich sage, ich brauche die Komponenten nicht, ich bin völlig autonom, habe keine Abhängigkeiten und ich brauche auch nicht diese starke Absicherung, dass es auf einem komplett dezentralen, autonomen Netzwerk läuft, dann kann ich eben auch für eine andere Lösung gehen. Und deshalb glaube ich, dass diese anderen Sachen auch in 2 Jahren noch Relevanz haben werden. Wie stark, wie viel, was am meisten, ganz schwer zu sagen. Ja, Tor. Frage noch, warte mal. Hast du deinen Doktor eigentlich gemacht, Christoph? Ich habe 6 Monate vorher pausiert und bin immer noch in meiner Pause. Das tut weh, weil ich hab erst ein halbes Jahr woanders angefangen, da habe ich gemerkt, das Thema war nicht so meins, habe dann nochmal wieder zurückgegangen zu meinem Professor, der mich im Diplom betreut hat, habe dort fast 3 Jahre fertig gehabt. Also ich hätte noch ein halbes Jahr ungefähr gebraucht. Und ich war eigentlich schon dabei, ich musste auch nichts mehr groß veröffentlichen, ich war eigentlich schon fast dabei, anzufangen zu schreiben. Damals muss man noch dazu sagen, ich habe damals, glaube ich, 3 Kinder gehabt und ich brauchte Geld, ganz ehrlich. Meine Frau war zu Hause, Doktorandengehalt, das war irgendwas wie 600 Euro im Monat, davon kann man keine Familie ernähren. Und darum habe ich nebenbei schon immer als Softwareentwickler gearbeitet, als Freiberufler. Und ich war dann so, dass meine Frau schwanger war, sagte, ich würde bald Elternzeit nehmen, um den vollen Elternzeitsatz zu bekommen, brauchte ich noch ein bisschen Geld. Darum habe ich mir damals gesagt, ich mache 3 Monate Ethereum, da habe ich mir quasi meinen ganzen Urlaub plus alles zusammengekratzt und gesagt, ich mache jetzt diese Zeit frei und arbeite für Ethereum 3 Monate, verdiene genug Geld, dass ich dann volle Elternzeitgeld oder Elterngeld bekomme, um dann wieder mit meinem Doktor weiterzumachen. Doch da, wenn man einmal dann 3 Monate Vollzeit drin ist bei Ethereum und dann ist man 6 Monate vor dem Launch, dann musste ich meinem Professor einfach sagen, ich muss das hier noch fertig machen. Ich komme dann irgendwann zurück, habe ich ihm gesagt. Und ja, ich weiß nicht, ob er heute noch wirklich drauf wartet, aber ich sollte ihn wahrscheinlich mal wieder kontaktieren. Und eine Frage hast du noch nicht, ganz kurze Antwort. Welche Kryptowährung findest du gut und warum? Also Bitcoin, Ethereum, ist klar. Gibt es noch weitere? Ja, wie gesagt, das sind vor allem Ethereum. Ich bin auch interessiert an solchen Sachen wie eben Polkadot, Definity und Cosmos. Die haben auch alle ihren eigenen Coin. Dann gibt es natürlich noch die DeFi-Protokolle wie Uniswap und andere, auch sehr interessant. Ich bin aber jetzt keiner, der jetzt irgendwo Daytrading macht oder ständig den nächsten Coin hinterher hascht oder jetzt, weil ich sag mal, die Märkte sind für mich immer noch stark irrational. Deshalb, ich bin jemand, der mittel- oder langfristig auf gewisse Trends setzt und deshalb auch in die Projekte investiere. Aber diese täglichen oder wöchentlichen Schwankungen oder auch monatlichen, oder selbst jetzt, viele Bewertungen sind für mich absolut abartig. Wenn man sieht, das sind Projekte, die haben noch nicht mal Kunden oder Nutzer oder irgendwas, sind jetzt schon irgendwo im mehrstelligen Milliardenbereich bewertet. Das kann man eben nur erklären damit, dass die nicht bewertet werden anhand von irgendwelchen Umsätzen oder wie man normalerweise eine Firma an der Börse bewerten würde, wobei selbst dort die Bewertungen ja schon nicht mehr daran wirklich zu messen sind, sondern vielmehr im Sinne einer Währung. Eine Währung kann man ganz schwer in Wert fassen. Wie viel ist der Euro wert, wie viel ist der Dollar wert? Und genauso kann man das mit Bitcoin und Ether ganz schwer machen. Deshalb vergleicht man hier wirklich Äpfel mit Birnen, wenn man Währungen mit sowas wie Aktien vergleicht, aber die meisten Tokens sind halt irgendwas dazwischen. Deshalb, wie gesagt, ich bin kein Trader in dem Sinne, aber ja, mittel- und langfristig setze ich auf Bitcoin, Ethereum und einige DeFi-Projekte und noch ein paar andere Sachen. Aber ich, wie gesagt, ich bin auch nicht der, der sich jeden Tag jetzt damit so tief auseinandersetzt, dass ich jetzt sagen kann, was da die neuesten Tokens hier sind, die irgendwo rausgekommen sind. Die Szene bleibt spannend, ja. Okay. Wie siehst du die kurze oder Langlebigkeit von DeFi-Projekten aktuell? Ich meine, wir sind jetzt bei DeFi, gut, der Begriff kam schon vor 2 Jahren verstärkt auf, aber ja. Es gibt ein paar Sachen, die haben sich schon, werden, denke ich, sehr langlebig sein. Also gerade ein dezentraler Exchange und momentan ist dort Uniswap führend und wenn mit Uniswap Version 3.0 haben sie damit auch nochmal technisch ganz schön was draufgelegt. Das sehe ich als sehr, sehr langlebig, weil dort hat man einfach Netzwerkeffekte. Wenn die einmal da sind, sind die sehr, sehr schwer wieder zu brechen.
Es gibt andere, die kommen ganz schnell und gehen wieder. Das sind gerade Projekte, die sich eigentlich nur am Leben halten, indem sie sehr viel von ihren Tokens ausgeben am Anfang. Quasi versuchen, Netzwerkeffekt zu erkaufen. Das kann klappen, manchmal klappt es halt nicht. Das sind aber oft kurze Strohfeuer. Deshalb ist es wichtiger zu sehen, wer hat am meisten echte Nutzer. Und wenn ich manchmal solche Angebote sehe, wie dass der Token jetzt irgendwo, ich kann den staken mit irgendwas 50, 100%, 1000% Zinsen, das kann nicht langlebig sein. Letztendlich ist langlebig nur das, was ich prinzipiell langfristig auch funktionieren kann, wo ich ein gewisses Finanzmodell dahinter habe, was einfach Sinn macht, was nicht nur durch Inflation erkauft ist. Durch Inflation kann man mal kurzfristig was erkaufen, indem man seine ersten Nutzer irgendwo belohnt, wie Investoren behandelt. Aber ich kann auch nicht sagen, ich baue eine Firma auf, indem ich einfach nur meine Nutzer ständig Anteile verschenke von meiner Firma und deshalb dazu überrede, mein Produkt zu nutzen. Das kann ich mal kurz ein Strohfeuer machen, um das Feuer laufen zu kriegen. Aber das ist keine Glut. Das ist nichts, was langfristig funktioniert. Und das sind die Projekte, die sehr kurzlebig sein werden. Manche werden da vielleicht ein Feuer entfachen können, was irgendwo Glut erzeugt. Aber diese extrem hohen Zinsen sind immer ein ganz großes Warnsymbol, wie Finger weg, ganz, ganz große Vorsicht geboten. Die Dinge, die Sachen, die langfristig gut funktionieren, wie eben Uniswap, damals auch Compound und andere, das sind Sachen, wo ich glaube, das kann sehr, sehr langlebig sein. Aber Problem ist, sobald jemand um die Ecke kommt mit einer technisch besseren Sache, dort sind die Netzwerkeffekte noch nicht so stark. Bei Uniswap ja, MakerDAO, also DAI-Token, hat auch sehr starke Netzwerkeffekte. Bei den anderen kann ich jetzt noch nichts erkennen, was so stark ist, dass es nicht mit einem besseren Produkt auch ganz schnell wieder ersetzt werden kann. Ja, sehe ich ähnlich. Im Prinzip, der Nutzen ist wichtig. Da gucke ich eigentlich auch immer drauf. Was hältst du, ist DeFi, also von DeFi und Bitcoin, ist das möglich, mit Bitcoin DeFi zu machen? Nicht mal annähernd in derselben Art und Weise wie Ethereum. Ich frage mal, was ist DeFi? Ja, Bitcoin selbst ist ja eine Währung, können wir auch schon wieder als DeFi bezeichnen, weil man halt dezentrale Währung gemacht hat. Also in dem Sinne, einfach nur eine dezentrale Währung zu bringen, ja, dann ist Bitcoin auch schon DeFi und sehr erfolgreich darin. In dem Sinne. Und in dem Sinne, was wir jetzt sprechen mit diesen Experimenten mit dezentraler Exchange oder mit sich selber Kredite geben mit Kollateral als virtuelle Währung und diese ganzen Sachen, dort ist einfach nichts auch nur annähernd vergleichbar in Bitcoin, in der Bitcoin-Welt, wie was es da in der Ethereum-Welt gibt. Hier ist es sogar andersrum, dass hier Bitcoin eher sogar nur als Währung wieder wahrgenommen wird im Ethereum, in der Ethereum-Welt. Also in sowas wie TBTC, RENBTC oder WBTC, das sind einfach Varianten, wie man den Bitcoin in die Ethereum-Welt bringt, um ihn dann wieder zu nutzen, um Kredite auszugeben, um in dezentralen Exchanges und so weiter. Also der Bitcoin als Währung, der spielt eine Rolle in DeFi. Aber Bitcoin-Blockchain als die Basis-Chain für DeFi-Protokolle eher weniger. Da gibt es ja die DeFi-Chain. Was hältst du davon, die auf Bitcoin läuft oder andockt? Hat bei weitem nicht die Relevanz, die Ethereum hat oder auch. Es ist, manchmal fehlt vielen Projekten, da bin ich selber mal ganz stark dabei, wir kommen ja auch noch zu Tron und andere Sachen, diese Projekte brauchen eine Seele. Und Vitalik Buterin, den kenne ich persönlich und vielleicht habe ich da auch ein bisschen Bias, sicherlich, aber Ethereum hat eine sehr starke Seele. Die Menschen dort, die Community und auch wie Vitalik das Projekt bis jetzt angeführt hat, auch wie er sich bis jetzt zurückgenommen hat, das hat eine ganz große Bedeutung für mich, für so ein Blockchain-Projekt, weil es gibt auch, es ist schon fast wie so eine Art Staat. Eine Staat hat eine gewisse Verfassung. Und wenn ich mir die Verfassung der Vereinigten Staaten anschaue, dann kann ich sagen, ich bin ein Fan davon oder nicht und ich möchte dort leben oder nicht. Oder die Verfassung von Deutschland. Oder die Verfassung von mir aus von Saudi-Arabien oder China. Und wenn ich dann sage, das ist was, da fühle ich mich selber angezogen, dort will ich leben, dort, das ist mein finanzielles Ökosystem. Mit dieser Grundsatz und wie diese Community tickt und wie es aufgesetzt worden ist, dort fühle ich mich zu Hause, dann gehe ich dorthin. Und ich fühle mich nun mal zu Hause, politisch gesehen von mir aus ja, in Europa oder in den USA, und möchte nicht unter irgendeiner Diktatur leben. Und genauso ist es auch mit diesen Sachen. Das sind nicht nur reine Technologien. Das sind tatsächlich Communities mit auch Werten. Und da ist halt Dinge wie eine DeFi-Chain für mich wahrscheinlich einfach nur jemand, der auf den Trend aufsetzen wollte und dort irgendwo mit was mitverdienen will. Und genauso die Tron-Chain, die einfach nur kopiert, was zu kopieren ist. Und da hofft nur, dass eben eine Kopie vielleicht doch 5-10% von dem Originalwert sein kann. Aber da ist für mich eben nicht diese Seele und nicht diese Community dahinter und auch bei weitem nicht dieser Netzwerkeffekt. Deshalb habe ich bis jetzt immer einen ganz, ganz großen Bogen um solche Projekte gemacht, weil das ist für mich meistens nur ein Motiv. Und das ist, dass die Gründer oder ein paar Leute, die eben nicht reich geworden sind mit dem einen, jetzt damit reich werden wollen. Doch das ist für mich nichts, wo ich mich wirklich ernsthaft beschäftige oder irgendwo involviert bin. Welche Token im ETH-Bereich, also im Ethereum-Bereich, siehst du als erfolgversprechend an aktuell?
Was hältst du zum Beispiel von so einem Uniswap-Token? Also es ist ja ein Token für eine Kryptobörse, für eine dezentrale Kryptobörse, und es gibt halt jetzt viele weitere, die da auch auf diesen Zug aufgesprungen sind und auch mit eigenen Token versuchen, da das ein bisschen monetär umzusetzen. Wie gesagt, ganz schwere Frage. Ich bin selber an Ether interessiert und investiert. Ansonsten, ganz ehrlich, habe ich nicht viele Tokens. Ich bin nicht jemand, der ein Wallet hat, was voller Tokens ist, weil selbst Uniswap, ich sage, Uniswap ist ein sehr erfolgreiches Protokoll. Der Token wiederum, dem war ich von Anfang an schon skeptisch gegenüber eingestellt. Und ja, er wurde so gelauncht als Governance-Token. Und ja, ich bin auch sehr positiv dem gegenüber eingestellt, selbstverständlich, das Ganze, ich sag mal, zu DAOifizieren, dass sich der Gründer eben ähnlich wie Satoshi Nakamoto dort irgendwo zurückziehen kann und dass man über eine dezentrale autonome Organisation in irgendeiner Form das Protokoll weiter verwaltet. Und der Uniswap-Token hat genau dieses Ziel, als Governance-Token zu fungieren. Wie fair der Wert hat, natürlich kann, wenn man Governance über so ein Projekt hat, kann man sich dann auch sagen, wir nehmen die Gebühr und die Gebühr geht an die Uniswap-Token-Holder. Dieses Recht hat man dann. Dann ist auch da wieder ein großer Wert dahinter. Aber ich selber zum Beispiel, ich habe keine Uniswap-Tokens. Ich selber habe auch wenig andere Tokens momentan im DeFi-Bereich. Weil ich sage mal, der Ether reicht mir aus. Ich brauche nicht so ein extrem hohes Risiko in meinen Tokens. Ich habe ein paar Projekte, die ich einfach toll fand, wie zum Beispiel Etherisk. Da kenne ich den Gründer persönlich. Ich finde es ein tolles Projekt, wo er versucht, Versicherungen auf einer Blockchain aufzubauen. Und es gibt noch ein paar andere Projekte, wo ich einfach mehr die Gründer kenne, wo ich das Projekt interessant finde. Ocean Protocol finde ich interessant. Solche Dinge, ja. Aber ich bin niemand, der jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit schaut, welche Tokens es irgendwo gibt und dort so dahinterher ist. Also von daher kann ich dort nicht viel sagen. Und ich möchte auch keine Vorhersage machen, was dort mal irgendwie durch die Decke gehen wird, weil das kann keiner wissen. Und DeFi mit anderen Ökosystemen, wie zum Beispiel Binance Smart Chain, da ist ja ein großer Player dahinter, der eine entsprechende Marktmacht hat oder Sichtbarkeit halt auch und auch theoretisch ein bisschen Marketing betreiben kann. Was heißt das? Richtig. Es ist, und man muss das als, ich muss sagen, ich habe solche auch nie in Binance in irgendeiner Form investiert. Ich habe noch nie Binance benutzt. Ich habe jetzt die meisten Sachen auf der dezentralen Exchange gemacht und ich habe eine zentrale Exchange, die ich benutze, aber deshalb Binance habe ich keinen Bezug zu. Ich weiß, dass dort viel läuft, aber natürlich ist es auch so eine Sache. Das wurde erst bei Ethereum gemacht, dann wurde es dort nachgemacht. Natürlich kann er mit seiner Marketing, mit seinen, eben weil er eine Exchange hat, die er damit anbinden kann, dass er dort das Token Launches sind, ganz viel drauf laufen lassen kann. Und das hat auch alles seinen Platz. Weil wenn ich eben nicht diese Werte brauche, die Ethereum bietet, dann ja, kann ich auf Amazon das machen oder von mir aus kann man auch auf Binance das machen. Ich finde die Bewertung trotzdem noch utopisch hoch. Aber gut, ist für mich auch ein Projekt, das bei weitem nicht die Seele hat, die Ethereum hat. Rein technisch gesehen kann man ganz leicht Ethereum kopieren. Ich kann eine eigene Chain aufsetzen, die technisch 1:1 Ethereum umsetzt. Aber deshalb heißt das nicht, dass sie gleich denselben Wert hat. Und soweit ich weiß, benutzt die Binance Smart Chain ja auch die Ethereum Virtual Machine und viele von den Dingen, die es bei Ethereum gibt. Und man kann dann Smart Contracts auch dort laufen lassen. Aber ich bin halt in einem anderen Ökosystem. Und das Ökosystem, was Ethereum hat mit den Stablecoins und mit den dezentralen Exchange und so weiter, ist für mich sehr, sehr stark. Ähnliche Sachen werden sich in den anderen Ökosystemen auch entwickeln und es ist vielleicht ähnlich wie Staaten. Also Staaten sind wahrscheinlich der beste Vergleich. Jeder Staat hat irgendwo auch sein Finanzökosystem, oft seine eigene Währung und seine eigene Werte. Und so kann man es Binance ein anderer Staat, eine andere Welt als die Ethereum-Welt. Es gibt auch natürlich Versuche, immer so Brücken zu bauen, aber letztendlich soll jeder dorthin gehen, wo er sich wohlfühlt und wo es die Sachen technisch gibt, die er braucht. Selbstverständlich ist bei Ethereum momentan das Problem, da kommen wir auch noch drauf, dass da die Nachfrage nach Platz in den Blöcken, also ich will eine Transaktion reinbringen, ist so viel höher als das Angebot, dass natürlich die Kosten dafür extrem hoch sind. In anderen Chains hat man zum einen das Angebot sehr groß gemacht, indem man sehr große Blöcke macht und sehr großen Platz bietet für Transaktionen, was oft den Nachteil hat, dass es fast unmöglich ist, für einen Otto Normalverbraucher einen eigenen Validator zu laufen, einen eigenen Node, eben auf Kosten dieser Art von Dezentralisierung. Und dann dazu noch eine geringere Nachfrage führen dazu, dass natürlich die Preise dort viel, viel günstiger sind für eine Transaktion. Das ist wahr. Und deshalb gibt es natürlich Sachen, die sagen, ich kann mir finanziell jetzt nicht leisten, auf der Ethereum-Chain zu machen, deshalb muss ich auf so eine andere Chain gehen. Sind für mich aber ganz klar dann Ökosysteme zweiter Klasse, weil günstiger, weil sie halt sich das nicht leisten können, auf dieser anderen zu sein. Das ist schade, dass es so ist. Und Ethereum tut auch sehr, sehr viel, damit das anders wird. Und Ethereum 2.0 und vor allem aber Layer 2 Technologien
sind genau dafür da, um dieses Problem zu lösen. Und ich denke, Ethereum ist da auf einem sehr guten Weg. Es ist ja nicht, dass das jemand wollte, dass das so ist, sondern dass man sagt, wir wollten nur nie die Dezentralisierung und die Möglichkeit, dass jeder selber eine Knoten laufen lassen kann und selbst die Chain validiert. Wir waren nie bereit, das aufzugeben, nur um mehr Platz zu schaffen. Das hätte zwar kurzfristig geholfen, um die Preise wieder ein bisschen runterzubringen, aber langfristig war das auch keine Lösung. Langfristig sieht Skalierung eben anders aus. Es geht halt nur durch Sharding oder Layer-2-Systeme und so weiter. Deshalb, ja, interessante Ökosysteme. Kurzfristig helfen sie, Preise runterzubringen. Aber langfristig glaube ich trotzdem sehr stark, dass es wird irgendwo auf ein The Winner takes it all, also der Winner nimmt alles, hinauslaufen. Ähnlich wie es heute nicht mehrere erfolgreiche Internets gibt. Es gibt ein Internet. Und irgendwann wird es auch das Internet einfach Web 3.0 sein. Und Web 3.0 wird einfach meiner Meinung nach hauptsächlich sich auf einer Chain befinden. Aber es gibt immer noch Use Cases für andere wie Polkadot, Definity, Cosmos und so weiter. Für gewisse Fälle sind die auch sehr gut. Aber es wird sehr, sehr schwer sein, aktuell Ethereum umzustoßen. Aber nicht unmöglich. Also es kann auch sein, was ich gerade sage, wird genau das Gegenteil passieren. Es wird irgendeiner von den Ethereum-Killern kommen und tatsächlich ein größeres Ökosystem aufbauen und Ethereum wird scheitern. Das ist möglich. Einfach mal schauen. Sag noch mal kurz was zu Polkadot. Was ist das überhaupt für die, die es nicht kennen? Und was ist deine Meinung dazu? Vor uns ja schon mal ganz kurz erwähnt, im Wesentlichen ist die Idee, man hat eine Relay-Chain, also es ist quasi diese Kern-Chain, die kann nicht mal Smart Contract oder brauchst auch nicht. Die sichert über Proof of Stake, bietet die quasi Konsens oder Konsensus, der sich abgesichert ist, wo man sehr, sehr viel Geld braucht, um den zu manipulieren. Und jetzt kann jeder seine eigene Chain aufbauen. Dafür haben sie so eine Art SDK oder Software Development Kit geschrieben, die heißt Substrate. Dort kann ich mir eine eigene, sogar eine Parachain oder eine komplett unabhängige Chain aufbauen. Und wenn es eine Parachain ist, heißt das, ich docke das dann an diese Relay-Chain an. Das heißt, ich kann sagen, ich mache eine anwendungsspezifische Blockchain und das ganze Konsensus, was man sonst bei Bitcoin Proof of Work oder irgendwann bei Ethereum Proof of Stake, das spare ich mir und das kaufe ich mir quasi ein, indem ich mich an die Polkadot-Chain andocke und das kaufe ich mir, indem ich dort Tokens kaufen muss, die ich stake. Das ist ganz kurz, wie das System funktioniert. Für gewisse Anwendungen ist das natürlich auch sehr gut. Gavin Wood, das war ja der CTO von Ethereum gewesen, ich habe ja für ihn gearbeitet, kenne ihn sehr gut, halte sehr viel von ihm technisch, dass er technisch absolut in der Lage ist, das ordentlich umzusetzen, hast du das auch gut gemacht. Tolles Projekt. Ja. Okay. Siehst du noch andere DeFi-Kandidaten, also jetzt im DeFi-Universum, außer Binance, Polkadot, Tron und so weiter? Wie gesagt, Definity und Cosmos. Cosmos ist ganz ähnlich wie Polkadot, nur mit dem großen Unterschied, dass eben nicht diese Relay-Chain existiert, worüber der Konsens abgegriffen wird, sondern jede Chain muss es selbst machen. Also jede Chain muss selber für seinen eigenen Konsensus-Algorithmus mit Proof-of-Work, Proof-of-Stake, Proof-of-Authority, wie auch immer, sich kümmern. Aber die bieten Kommunikation zwischen den Chains. Ist auch interessant. Definity wiederum mehr als dezentrales Computing oder dezentrale Cloud, wenn man es mal so will, dezentrale AWS. Vielmehr der Schwerpunkt, hat eben aber auch starke Züge von Smart Contracts und sehr Blockchain-ähnliche Züge. Es gibt dort auch Blöcke und es gibt dort schon auch eine Blockchain. Aber dort habe ich keinen eigenen Node, den ich einfach mal so laufen lassen kann. Das sind schon mehr Datenzentren und die haben sehr spezielle Hardware dafür. Aber auch sehr interessant und ich kann mir auch da sehr guten Mix vorstellen, dass ich sage, ich lasse meine Website, meine Web-App auf Definity laufen und der unterliegende Smart Contract oder das Asset oder das NFT oder wie auch immer, die Anbindung an Uniswap läuft weiter über Ethereum. Dafür haben sie eine sehr interessante Technologie entwickelt, die heißt ChainKey, wo man eigentlich quasi wie als im Namen einer Chain signieren kann. Ich habe das Paper zwar bis jetzt mal angeschaut, aber ich habe es noch nicht völlig durchschaut, wie das funktioniert. Wenn ich das wirklich hinbekomme, dass ich quasi eine Art Ethereum-Transaktion in Definity machen kann und andersrum, das ist eine Riesensache, weil dann ist es eine echte Interoperabilität. Und wenn das wirklich interoperabel ist, Definity und Ethereum, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass Ethereum das Backend wird und Definity das Frontend. Und dort mehr die Daten reingeschoben werden und das Edge-Computing gemacht wird und in Ethereum aber die harten Assets gehalten werden und die Tokens und so weiter. Das könnte ich mir als eine mögliche technische Zukunft vorstellen. Gut. Ja. Wir sind ja schon, wir haben es ja schon angesprochen, wir haben das Problem der hohen Gaskosten. Micropayments lohnen sich zurzeit nicht auf Ethereum oder kaum. Du hattest auch schon angesprochen, Skalierung, Layer 2. Welche Skalierungstechniken beziehungsweise Protokolle oder Projekte
siehst du, um in der nächsten Zeit Stück für Stück dieses Thema Gaskosten runterkriegen, beziehungsweise Transaktionen, sage ich mal, auf einer anderen Art und Weise zusammenzufassen, siehst du, Ja, oder das ist ein welche? ganz spannendes Feld. Also erstmal zu dem Satz, Micropayment auf Ethereum lohnt sich nicht. Konkret, sie lohnt sich nicht im Layer 1. Das heißt, sie lohnt sich nicht quasi auf der Basis-Chain tatsächlich, dass die Transaktionskosten viel zu hoch. Je nachdem, welchen Tag man gerade wischt, kann es irgendwas, wenn man Glück hat, zwischen 5 und 10 Dollar, wenn man Pech hat, auch mal 50 Dollar sein. Also es sind quasi so hohe Kosten, Wahnsinn. Und das hat auch vielen Entwicklern das Genick gebrochen. Viele Projekte sind daran gescheitert, weil sie dann einfach sich finanziell waren, sie nicht mehr tragbar. Das ist Der Kern ist einfach nur, es gibt ein Block Gas Limit, also wie viele Gas pro Block. Gas kann man sagen, ist eine Art Recheneinheit für wie viel Rechenaufwand oder Speicherplatz man braucht. Also um das ganz einfach zu sagen. Also wenn ich sehr viel Speicher brauche, sehr viel Rechnung brauche, dann zahle ich sehr viel Gas dafür. Und es gibt ein Limit dafür pro Block und das ist momentan, ich weiß nicht, was die Zahl aktuell ist, irgendwas mit 15 Millionen, 12 Millionen, irgendwas in der Größenordnung, ändert sich manchmal ein bisschen und dann habt ihr natürlich ein Limit. Und momentan ist das Angebot konstant und die Nachfrage steigt extrem, also gehen die Kosten hoch. Ganz natürlich. So soll es ja auch funktionieren. So, jetzt ist da die Lösung dazu. Ganz ehrlich, wir arbeiten schon an verschiedensten Ansätzen seit Ethereum angefangen hat, weil uns das Problem war von Anfang an schon bekannt. Damals hatte ich sehr viel Hoffnung auf sogenannte, also damals war es das Raiden-Netzwerk, auf Payment-Channels, also, da gibt es eine schwere deutsche Übersetzung dafür, aber diese Bezahlungskanäle. Die sind bekannt unter Lightning bei Bitcoin und die fand ich sehr elegant und schön. Und Lightning war das eigentlich, war der Pionier darin auf der Bitcoin-Chain. Raiden hat es versucht auf der Ethereum-Chain. In aller Liebe für das Raiden-Team und ich mag die Leute sehr und auch, was sie versuchen zu tun. Wenn man sich die letzten Präsentationen von DEFCON, ja, 1 bis 5 anschaut, hat es dort im Vergleich zu der Zeit, die vergangen ist, leider nicht so viel getan, wie ich mir es gewünscht hätte. Ja klar, sie haben das Raiden Network gelauncht, aber der Erfolg ist in dem Sinne ausgeblieben. Und es hat sich gezeigt, dass die Probleme einfach sehr groß sind. Zum einen muss ich das Kapital sehr, sehr als Kapital ineffizient. Ich muss sehr viel Kapital einlocken. Also wenn ich mal ein Beispiel mache, ich möchte damit tanken gehen, muss ich eigentlich bei der Tankstelle schon vorher das Geld eingefroren haben, damit ich sie davon bezahlen kann. Ist extrem kapitalineffizient. Es gibt natürlich auch dort Wege drumherum, dass ich sage, ich kann es einmal einfrieren an viele bezahlen. Aber es gibt dann das Problem, dass die alle immer online sein müssen. Dass wenn jemand das verpasst, abzuholen oder wie auch immer, dass dann auch um sein Geld kommen kann. Und es gibt das Problem, dass man sogenannte Routing, also ich muss quasi, wenn ich nicht direkt mit jemandem einen Payment-Channel habe, über andere Hubs gehen. Und dann ist die Frage, wie groß sind, also wie dick die finanzielle Bandbreite zwischen den Kanälen. Weil wenn ich dort 10.000 Dollar lang schicken will, braucht jeder Hub zwischen den nächsten auch eine Bandbreite, also ein Payment-Channel von auch 10, mindestens 10.000 Dollar. Wie hoch sind die Gebühren dann dafür, für jedes Hub, der das weiterleitet? Und die müssen auch immer alle online sein. Und die Probleme, die es einfach gibt, macht die Handbar oder die User Experience extrem schlecht. Also es geht, man kann, es funktioniert, aber es ist so unhandlich für den Nutzer. Und was er danach noch sagt, wenn was schief geht, braucht er dann eine 24 Stunden Zeit oder länger, wo er quasi dann Claims machen muss, dass der nicht bezahlt hat, aber schon was da ist und dass es da einen höheren Nonce gibt. Das ist einfach nur für den Otto-Normalverbraucher so unhandlich, selbst für eine Software, die immer online sein muss, dass es ganz praktisch einfach nicht durchgesetzt hat. Ich würde es noch nicht ganz als gescheitert sehen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Die nächste Generation von Layer 2 waren dann so die Plasma-Geschichten. Plasma-Geschichten waren im Wesentlichen eigentlich, ich mache eine Art von Sidechain, die die Verankerung hat an der Haupt-Ethereum-Chain. Das heißt, es gab dort einen zentralen Operator, der quasi diese Sidechain quasi den Konsensus geschaffen hat, die Blöcke erzeugt hat. Wie, es gibt eine Gruppe von Leuten, die geht jetzt mal auf eine eigene Chain. Es gibt einen Operator, der kümmert sich darum, dass alles läuft. Aber man hat mit Plasma quasi die Rechte dieses Operators extrem limitiert, dass er nicht viel Schaden anrichten kann. Das heißt, er kann das Schlimmste, was er machen kann, ist den Betrieb einstellen. Aber er kann niemandem Geld wegnehmen, er kann nicht betrügen. Das ist ganz grob, wie Plasma funktioniert. Das heißt, er kann sagen, ich mache nichts mehr, ich stelle den Betrieb ein. Und wenn ich was mache, was wirklich manipulativ ist oder richtig bösartig ist, dann können quasi alle ein Exit machen auf die Hauptchain, auf Ethereum und ihr Geld dort zurückbekommen. Aber genau darin liegt auch das Problem. Umso mehr in dieser Plasma-Chain passiert, umso teurer und so größer wird auch der Exit. Weil dann quasi vieles von dem, was dort passiert, in irgendeiner Form, zumindest das Resultat, auf die Ethereum-Chain übertragen werden muss. Wer kann wie viel Geld rausnehmen? Und das sind alles wieder Ethereum-Transaktionen, auch wenn die komprimiert sind und die versuchen das zu optimieren.
heißt das, ich brauche Platz auf der Ethereum-Blockchain. Und was passiert, wenn da kein Platz ist? Was heißt, wenn das teurer ist als die eigentlichen Aktivitäten auf der Plasma-Chain? Also wenn ich nur tausende Millionen von Micropayments gemacht habe, jetzt spinnt der Operator und wird bösartig und will das alles unterminieren, dann will ich rausgehen auf die Ethereum-Chain, dann kostet mich das aber $1000, um da rauszugehen. In Summe, für all die Akteure. Dann hat sich das auch wieder nicht gelohnt. Und das waren so die Probleme der Plasma-Chain. Also immer noch eine valide Lösung für manche Probleme, wenn ich den Operator zumindest ausreichend vertraue. Oder wenn ich sage, ich mache dort so viele Sachen, dass der Exit von ein paar tausend Dollar okay ist. Im Falle des unwahrscheinlichen Falles, dass der Operator quasi bösartig wird. Dafür funktioniert Plasma auch heute noch gut. Ist aber trotzdem noch so, dass der Otto-Normalverbraucher, der jetzt eben nicht immer dranhängt und guckt, ob der Operator irgendwas Falsches macht oder nicht ständig einen Server laufen hat, der den Operator kontrolliert, für den ist es wieder schwierig. Das heißt, hat sich auch nicht in dem Sinne durchgesetzt, war aber auch ein Versuch. Jetzt kommen wir zu Sharding. Das ist eigentlich so ein bisschen das Letzte schon. Ich komme dann gleich zu Rollups, aber Sharding ist einfach eine Variante, wie ich die eigentliche Ethereum-Blockchain in gleichwertige Teile aufteile. Also zum Beispiel Ethereum 2.0 will erstmal 64 Shards starten. Dann kriege ich aber auch erstmal in Anführungsstriche nur eine Vervielfachung der Kapazität von ungefähr 64. Also ist nicht die Wunderwaffe, aber es ist schon mal nicht schlecht. Und das ist auch gut so. Man kann vielleicht irgendwann, kommen wir mal dahin, dass es nicht 64 Shards gibt, sondern von mir aus 128 oder irgendwann 1024 Shards. Das ist nicht undenkbar, dass wir da irgendwann hinkommen. Das ist immerhin vielleicht eine Option, dass man dort das 100-fache oder 1000-fache an Kapazität hat. Das ist auch schon nicht schlecht. Und daran arbeitet Ethereum und das auf Layer 1 ist toll. Aber was sich jetzt rausgebildet hat in den letzten Jahren, ich hoffe, damit mache ich es jetzt mal kurz, Sharding ist damit erstmal abgehakt, aber ja, man könnte darüber stundenlang noch sprechen, aber lass uns mal mehr über Rollups sprechen. Mhm. Rollups sind im Wesentlichen eine ganz einfache Idee, dass ich viele Transaktionen nehme und die zu einer zusammenfasse. Aber was sind da die Vor- und Nachteile, wie kann das funktionieren? Fangen wir mal mit Optimistic Rollups an. Hier, wie der Name schon sagt, es geht mal einfach davon aus, ich mache mal einen Anfangsfall, es gibt jetzt hier 10 User, die haben alle eine Balance, die haben alle ein Ether von mir aus. Jetzt machen die ganz viel und machen ganz viele Transaktionen, wo sie sich nicht Geld hin und her schicken. Und am Ende gibt es einen Endstatus, wie zum Beispiel, keine Ahnung, einer hat alles. A hat jetzt 10 Ether, die andere haben 0, weil die halt alle den Geld gegeben haben. Aber die haben dazwischen noch ganz viele andere Sachen gemacht. Dann muss ja eigentlich nur dieses Endresultat da reingeschrieben werden. Ich habe aber als Zwischenschritte nur die ganzen Transaktionen. Die sind alle valide, die haben alle eine Signatur, aber es gibt nicht diese eine Transaktion, die nur diese Endänderung macht. Und das macht dieses Rollup. Ich sage, beim Optimistic Rollup gibt es einen Operator, der nimmt sich diese ganzen Transaktionen, schaut die sich an, rechnet das Endergebnis aus und sagt jetzt, und das ist das Ergebnis. Und du musst denen in dem Sinne vertrauen, das heißt optimistisch, dass es richtig ist. Aber das Gute ist, du kannst es selber nachkontrollieren. Die Transaktionen sind in dem Sinne öffentlich. Du kannst nachschauen, hat er alles richtig gemacht? Und wenn er es nicht richtig gemacht hat, kann man ihn on-chain, also im Smart Contract, auf der Chain herausfordern, sagen, hier, ich habe einen Fehler entdeckt. Dann verliert er sein Security Deposit, also seine Kaution, die er gezahlt hat, und die Änderung wird rückgängig gemacht. Das heißt, jeder, der hinschaut, kann ihn sofort korrigieren und das wird sofort on-chain umgesetzt. Das kostet dann natürlich wieder Gas, wenn das eintritt, der Fall. Also dieser unwahrscheinliche Fall, dass der Operator quasi was falsch macht, das zu korrigieren kostet Gas, aber du hast die Sicherheit, solange einer aufpasst, solange einer den kontrolliert, wird immer das Richtige rauskommen, was in den Signaturen von den Transaktionen drin war. Also das halt optimistisch heißt, solange du guckst es an, es siehst, dass es kein Fehler ist, alles passiert, wie es passieren soll. Und wenn jemand einen Fehler erkennt, kann er das ganz schnell machen. Aber das heißt natürlich auch, man braucht eine Zeit, um diesen Fehler zu erkennen und dann auch on-chain in dem Fall dann zu korrigieren. Dafür sind momentan 1-2 Wochen angesetzt. Das heißt natürlich, streng genommen ist die Transaktion auch erst nach 1-2 Wochen final. Weil angenommen, wir machen jetzt, also ich gebe Ralf Geld in Optimistic Rollups und jetzt aber noch eine andere Transaktion stattgefunden und dann jetzt sagt der Operator, ich mache was ganz Böses, ich gebe mir ganz viel Geld. Jeder sieht, dass das falsch ist. Jetzt habe ich da eine Woche Zeit, den zu challengen. Mache ich auch. Kostet mich von mir aus ein paar hundert Euro auf der Ethereum-Chain, weil jetzt muss das alles da drauf passieren. Wird alles korrigiert. Aber bis dahin, bis die Challenge-Zeit nicht vorbei ist, ist meine Transaktion an Ralf nicht final. Und es kann noch rückgängig gemacht werden. Und das ist ein Nachteil an Optimistic Rollups, dass sie eine recht lange, echte Finalität hat. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar bei Bitcoin, wenn meine Zahlung noch quasi im sogenannten Mempool ist. Also ich habe eine Transaktion geschickt,
so ist die ja streng genommen auch nicht final. Die ist erst final, nachdem, sagen wir, 6 Blöcke oder irgendwas vergangen sind. Aber die meisten verhalten sich schon so, als wäre sie final. Und so ähnlich wäre das beim Optimistic-Urlaub. Die meisten würden die Transaktion schon als final anerkennen, aber es gibt halt noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding zurückgedreht wird. So, das ist, was Optimistic-Urlaub ist. Aber ja, ich bekomme damit sehr viel hin. Ich kann damit viele Transaktionen einpacken. Und es gibt jetzt auch schon, um da mal bei dem Thema Optimistic-Urlaub zu bleiben, noch die Möglichkeit, dort auch Smart Contracts zu laufen über eine sogenannte OVM, Optimistic Virtual Machine. Das Thema komme ich gleich nochmal dazu, was da die Vor- und Nachteile sind, aber es heißt, dort ist die Hoffnung, dass man damit auch Smart Contracts machen kann. Also sehr, sehr zukunftsweisende Technologie, finde ich auch sehr gut, hat sehr viele gute Ansätze. Ich persönlich bin mehr ein Fan von ZK-Rollups. Das versuche ich dir mal ganz kurz zu erklären. Was macht man dort? Warte mal kurz. Ja. Bei den Fragen zu Optimistic Rollup. Genau, richtig. Du sagst, da wird vom Operator ein Stand veröffentlicht. Nach welcher Zeit oder in welchen Zeitperioden veröffentlicht der einen aktuellen Stand? Da müsste man gucken, das ist recht flexibel. Also da gibt es verschiedene Optimistic Rollup-Systeme, müsste ich mal schauen. Prinzipiell könnt ihr das in jedem Block machen. Also wenn es genug Transaktionen gibt, kann dann jeden Block einen neuen Stand veröffentlichen. Wenn natürlich nur pro Block eine Transaktion stattfindet, macht das nicht viel Sinn, würde kein Geld sparen. Heißt, das braucht eine gewisse Masse an Transaktionen, die gesammelt wird. Und wenn die Masse groß genug ist, dann lohnt sich das wieder in einen Block zusammenzufassen. Also wenn es richtig viel Traffic gibt, dann jeden Block. Wenn es nur wenig gibt, dann halt alle, was ich, 10 Blöcke, 100 Blöcke, je nachdem. Ja, und sucht er sich spezielle Transaktionen aus oder ist das ein spezieller Transaktionstyp, den ich dann ins Ethereum-Netzwerk absetze? Er sollte sich nichts aussuchen. Er sollte einfach jede reinnehmen. Und es sollte eigentlich nach denselben Prinzipien wie Ethereum funktionieren, nämlich man zahlt dem Operator eine minimale Gebühr, die viel, 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 viel kleiner sein kann als die bei Ethereum. Und er wird einfach sagen, der am meisten bezahlt, kommt rein. Er bietet ja quasi wieder Kapazität. Ich sage, ich kann hier in einen Rollup von mir aus 100 bis 1000 Transaktionen reinpacken. Und der mir am meisten Geld gibt, kommt rein. Aber ich kann das jeden Block machen. Und dann kommt noch dazu, es kann ganz viele Operatoren geben. Also es kann quasi viele Optimistic Rollup-Systeme parallel starten. Und damit haben wir einfach eine extrem hohe Kapazität. Und die wetteifern jetzt quasi um nach unten, was den Preis angeht, um für wie viel Geld nehme ich eine Transaktion mit rein. Aber die sollten um das 100- bis 1000-fache günstiger sein, als wie eine normale Ethereum-Transaktion. Aber sonst kann dort eigentlich alles gut, das ist eine gute Frage, erstmal nur Token-Transfers, darauf sind sie erstmal ausgelegt. Wenn Smart Contracts funktionieren durch die Optimistic Virtual Machine, dann heißt das jede Art von Transaktion. Aber wir kommen auch gleich zu den Nachteilen von Rollups. Stand heute, die können vielleicht mal vorbeigehen, sie sind trotzdem auch wieder so ein Ökosystem im Ökosystem. Ich kann auch nicht einfach so mal sagen, ich mache jetzt eine ganz komplizierte Transaktion, die irgendwo bei Uniswap einen Trade macht, dann das Geld nimmt und irgendwo bei Compound reinsteckt, dort wieder rausnimmt, um dann dort noch ein Exchange irgendwas zu machen und dann wieder fertig ist. Solche Sachen, die viele von diesen Smart Contracts benutzen, die sind dann aktuell nicht möglich. Momentan sind es auch wieder nur kleine, wir bleiben in unseren Ökosystem-Transaktionen. Deshalb ist die kurzfristige Vorhersage von mir, dass es solche Systeme gibt auf einer App. Beispiel Uniswap. Uniswap kann sein eigenes Rollup-System draufsetzen, worin die Uniswap-Transaktionen stattfinden. Wenn ich dann aber sagen will, ich möchte von Uniswap rausgehen und irgendwo in Sushi-Swap oder Compound oder irgendwo oder irgendwas ganz anderes machen, dann muss ich wieder über Layer 1 gehen. Stand heute. Das wird vielleicht auch noch gelöst in der Zukunft, dass diese Layer 2-Systeme und die Rollups miteinander interoperabel sind, aber das ist Stand heute noch nicht der Fall. Starkware arbeitet daran, komme ich gleich dazu, es sind ZK-Rollups und andere, aber Stand jetzt existieren die Optimistic-Rollups, die sind sehr App-spezifisch, das sage ich in meiner App, habe das draufgebaut, wie Loopring oder anderes, dort kann ich das machen, aber bleib in diesem Ökosystem und bin dort auch sehr günstig und ich muss den Operator nicht wirklich vertrauen, weil er kann mir kein Geld wegnehmen, er kann maximal den Betrieb einstellen, aber mehr kann er nicht machen. Der Vorteil von Optimistic Rollups ist, dass quasi die Kontostände reingeschrieben werden. Das heißt, man spart sich eigentlich die Gaskosten, also eine ganze Menge von Rechenzeit. Das heißt, wenn ich da ein paar Transaktionen dabei drin habe, wo viel gerechnet werden muss, dann hätte ich durch Optimistic Rollup auch einen Vorteil, oder? Man kann sagen, die ganzen Zwischenstände werden wegoptimiert. Ja, es wird nur das Anfang und Ende reingeschrieben, dazwischen braucht man nicht in die Chain reinschreiben. Das wird einfach nur der Endstand. Und das wird einfach nur von einem Operator gemacht, der den Endstand ausgerechnet hat. Und jeder kann sehen, ob der Endstand korrekt ist oder nicht. Und wenn er nicht korrekt ist, kann ich meine Transaktion oder was auch immer ich als Beweis habe, dass es nicht korrekt ist, nehmen und das quasi korrigieren. Und ich hätte dann quasi nicht das Limit für Smart Contracts bezüglich der Rechenzeit? Oder wird das da auch mit übernommen? Naja, nicht direkt. Das ist immer,
Das große Problem, was ich noch sehe, warum viele, glaube ich, sehen daran immer noch so das Allheilsmittel, das ist eigentlich Daten, Datenspeichern. Denn die kann man irgendwann nicht mehr weiter komprimieren. Ich kann Rechnungen komprimieren, indem ich einfach nur anfange und dann Ende nehme. Und dann kann ich ganz viel zwischendurch rechnen und ich kann, ja, Primzahlen. Ich kann Jahre rechnen, um neue Primzahlen zu finden, aber die eigentliche Primzahl am Ende reinzuschreiben, das sind ein paar Byte. Das ist kein großes Ding. Wenn ich aber sagen will, ich will viele Daten reinschreiben, weil ich zum Beispiel von mir aus 10.000 Kontostände davor hatte, dann mache ich ein paar Änderungen. Danach habe ich 10.000 neue Kontostände. Dann kann ich das nicht weiter komprimieren oder ganz schwer. Und das ist wiederum dasselbe Problem auch das mit Smart Contracts. Die meisten Smart Contracts heißt wieder irgendwo, ich schreibe Daten irgendwo rein. Und das kann ich dann irgendwann nicht weiter komprimieren. Das, was eigentlich weggeschnitten wird, sind die Signaturen. Also wenn wir sagen, wir haben 1.000 Transaktionen und jede Transaktion hat eine fette Signatur hinten dran, die kann ich wegschmeißen. Das ist schon mal viel Daten. Das kann alles der Operator übernehmen. Und diese einfachen Rechnungen von der Balance 10-mal denselben Wert zu ändern, das ist auch wieder einfach. Aber wenn ich 10 neue Werte schaffe, die alle abgespeichert werden muss, dann habe ich nicht viele Möglichkeiten, noch viel zu komprimieren. Und das ist auch, warum bei Smart Contracts in Rollups dort nicht ein Ta Faktor 1000 dahinter stehen wird an Einsparung. Da wird nur der Faktor dahinter stehen, der reine Rechnung und Signaturen wegoptimiert, aber Speicher wird nicht viel wegoptimiert. Okay, du wolltest jetzt zu ZK-Rollups oder zu den Nachteilen noch Genau. was sagen? Gut. So, jetzt kommen wir zu ZK-Rollups. Erstmal dieselbe Idee: Rollups, vier Transaktionen in einen packen. Das Elegantere bei ZK-Rollups ist, dass man hier mit einem Zero-Knowledge-Proof arbeitet. Also hier nutze ich Kryptographie, um den Beweis zu erbringen, statt dass ich einen Operator danach kontrollieren kann. Dort ist quasi es nicht nötig, diese Zeit zu haben, wo ich kontrollieren muss, dass es richtig ist, wo ich danach den Operator challengen kann. Hier wird einfach gesagt, das war der Vorherzustand. Jetzt habe ich hier 1.000 Transaktionen oder 100 Transaktionen. Jetzt kann der Operator sehr, sehr rechenaufwendig einen kryptografischen Beweis erstellen, dass der neue Kontostand korrekt ist. Das heißt, er schreibt jetzt rein, das sind die neuen Kontostände. Und hier ist ein kryptografischer Beweis, dass das richtig ist. Und der ist einfach fest. Und der kommt in die Chain rein. Und dann ist das fertig. Es ist final. Da gibt es keinen Challengen. Das ist einfach gesetzt. Das ist für mich die viel elegantere Art und Weise. Jetzt gibt es da auch wieder zwei Varianten. Die ZK-Rollup-Implementierung von, ich glaube, Matic Labs heißen sie, die ZK-Sync heißt die Implementierung. Die schreibt die Daten, die ich brauche, um diesen kryptografischen Beweis zu validieren, auch in die Chain rein. Hat den Nachteil, sie hat nur einen Skalierungsfaktor von 10 bis 100. Also ja, immer noch viel, viel besser als direkt auf Layer 1, aber nicht so groß, wie wenn andere Firma, Starkware, ihre Implementierung schreibt die Daten nicht auf die Ethereum-Blockchain, sondern lässt sie von einem Konsortium bereitstellen, kriegen damit einen Faktor von ungefähr 1000 rein an Skalierungsfaktor. Das heißt, je nachdem, ob ich die Daten, die für den Beweis nötig sind, in die Chain reinschreibe oder nicht, habe ich halt nochmal einen viel größeren Kostenersparnis oder halt nicht. Ich mag es mehr, wenn es in der Chain drin steht, weil dann hatte ich so diese echte Autonomie, dann ist es wirklich in der Chain. Hier ist der Beweis, die Transaktion hat es passiert. Bei dem anderen, was Starkware macht, muss ich zumindest genug Vertrauen in dieses Konsortium haben, dass sie diese Daten immer bereitstellen. Weil sobald sie das nicht mehr tun, kann ich auch nicht mehr selbstständig prüfen, dass der Beweis korrekt ist. Also jetzt mal so im puristischsten Blockchain-Sinne ist die ZK-Sync-Implementierung von ZK-Rollups von der Firma Meta Labs wesentlich besser als für die andere, vom wie viel ich jemand anders vertrauen muss. Aber das Schöne ist halt, man ist sofort final. Jetzt gibt es auch Entwicklungen, aber soweit sind wir heute noch nicht, dass wir auch Probleme lösen können wie Privatsphäre, dass wir nicht wissen, wer was an wen geschickt hat. Das ist auch ein anderes großes Problem von Public Chains. Und ZK-Rollups sind sehr vielversprechend, dass sie das Problem lösen können. Auch das Problem Smart Contracts sind sie auch dran. Aber wann das wirklich gelöst ist, ist halt noch viel, viel, viel schwieriger, Smart Contracts in diese Rollup-Systeme reinzubringen. Und wie gesagt, Daten kann man einfach irgendwann nicht mehr weiter komprimieren. Entweder ich optimiere es dahin, dass ich sie woanders speichere, IPFS, vielleicht irgendwann Definity. Definity wäre für mich auch eine sehr elegante Lösung, um dort die Daten zu speichern. Oder eben, wie Starkware das macht, in so einem Konsortium. Ich kann halt mit Rollups nur die reinen kryptografischen Signaturen und die reine Rechnung wegoptimieren, aber eben nicht die Daten. Das bleibt für beide Systeme. Und aber beide arbeiten natürlich an Ideen, wie sie das trotzdem optimieren können. So, das sind so die zwei wichtigsten Arten von Rollups, also Optimistic Rollup und ZK Rollups. Und dann bei ZK Rollups nochmal die Unterscheidung, wo sind die Daten, die ich brauche, um den kryptografischen Beweis zu validieren, entweder eben in externen Konsortium oder on-chain.
Vielleicht noch zur Erklärung: ZK ist ja die Abkürzung für Zero Knowledge, das heißt null Wissen über was? Was bedeutet das? Kannst du das kurz erklären? Zero Knowledge ist eine bisschen wirklich schwarze Magie, wenn man sich die Kryptographie versucht zu verstehen. Man kann es am besten so erklären: Ich beweise dir, dass ich etwas weiß, ohne dir zu sagen, was ich weiß. Das ist ein bisschen ähnlich wie, wenn ich, eigentlich ist, kann man sagen, dass die normale Public-Private-Chain-Sachen wie bei Bitcoin ist so eine Art Untergruppe von Zero Knowledge Proofs. Weil dort sage ich ja auch, ich zeige dir hier eine Transaktion, du kannst daraus den Public Key errechnen. Damit sage ich dir nur, ich habe den Private Key zu diesem Public Key. Ich zeige dir ihn nicht, aber die Signatur beweist dir doch, dass ich ihn habe. Und weil es gibt diesen also elliptischen Curve-Algorithmus, also ECDSA, und weil ich den benutzt habe und du ja die Signatur siehst und den Public Key auch siehst, habe ich dir bewiesen, ich habe den Private Key. Ohne dass ich ihn dir gezeigt habe. Und das bedeutet dann gleichzeitig, dass das der Dateninhalt eben auch der Wahrheit entspricht. Richtig, und ZK-Rollups sind quasi wie eine Erweiterung. Ich sage dir, dass die Rechnung korrekt ist, weil ich es mit diesem Algorithmus durchgeführt habe, ohne dir die Rechnung zu zeigen. Und ich weiß auch, dass das Ergebnis korrekt ist, ohne dir das Ergebnis zu zeigen. Und du kannst aber anhand der Signatur feststellen, dass ich alles richtig gerechnet habe. So, das ist wie wenn ich sage, eine Steuererklärung mache und ich sage, ich habe mich an die Regeln der Steuergesetze gehalten, weil ich diesen Algorithmus benutzt habe, aber ich zeige dir nicht, was reingekommen ist und ich zeige dir auch nicht, was rausgekommen ist. Aber das, was du ja hast, ist korrekt. Das kann ich dir beweisen. Und so kann man ungefähr das verstehen. Ich sage dir ja auch, am Ende kriegst du was Korrektes und ich habe den Beweis, dass es korrekt ist, aber ich muss dir nicht zeigen, wie ich es gemacht habe, ich muss dir sogar im strengsten Fall nicht mal das Ergebnis zeigen. Und deine Daten und Werte bleiben trotzdem nur für dich einsehbar und transparent und für niemanden. Genauso wie der Private Key. Auch nur Genau. für mich, dass es drin bleibt. Ich denke, damit ist das gut erklärt. Siehst du noch weitere, sage ich mal, Layer 2 oder neue Technologien am Horizont und welche der, ich sag mal, beiden letzten Optimistic Rollups und Zero Knowledge Rollups, beziehungsweise dort gibt es ja auch zwei. Welche werden jetzt Stück für Stück oder sind schon in der Umsetzung, Implementierung, Nutzung? Und was kommt wie schnell von dem, was du hier heute aufgezählt hast? Wenn noch was fehlt, dann sag uns das, was du da vielleicht noch. Also, die sind alle aktuell voll in der Nutzung. Also, es gibt Optimistic Rollup-Systeme, die laufen. Es gibt beide ZK Rollup-Systeme, die laufen. Also, wir haben schon selber genutzt in der Firma das System von ZK Sync und es hat einwandfrei funktioniert. Das ist das ZK Sync, ist die, wo die Daten on-chain sind von Rollups, von der Firma Meta Labs. Dann gibt es von der Firma Starkware, die haben, ich weiß gar nicht, ob Loopring das genutzt hat oder andere Firmen waren es. Muss ich schon mal schauen, ob Loopring eine eigene Implementierung hat, ob die das die verwendet hatten. Es gibt zumindest einige Implementierungen von Starkware, von dezentralen Exchanges, die laufen aktuell und die gibt es. Also heißt erstmal, das ist existierende Technologie und die sind, wie gesagt, immer sehr App-spezifisch. Also der eine Exchange nutzt die oder die eine Anwendung nutzt die. Die sind leider noch nicht interoperabel, dass ich von einer App zur anderen die Transaktion machen kann, ohne Layer 1 zu berühren. Starkware hat letztens, vor ein paar Wochen habe ich den Blogpost gelesen, wie sie die Idee hat, dass sie ihre eigenen Rollup-Systeme miteinander verknüpfen kann, dass ich quasi eine Transaktion von den einen in den anderen machen kann, ohne Layer 1 direkt zu berühren. Das ist alles noch Forschung, das ist alles noch in der Implementierung, da sind die Leute dran. Aber die einfache, ich habe meine eigene App, mein eigenes Ökosystem, das funktioniert schon heute. Okay, das bedeutet also von der Sache her, wenn jetzt eine dezentrale Exchange so einen Mechanismus einsetzen würde, dann können die dadurch ihre Gaskosten optimieren und damit attraktiver für Kunden werden. Ist das Das richtig? machen sie auch heute schon. Es gibt schon heute dezentrale Exchange, da fixieren die das machen. Und Uniswap Version 3.0 ist im Wesentlichen auch so eine Optimierung. Also das ist das, was jetzt gerade passiert. Und das ist jetzt, vielleicht um mal ein kleines bisschen den Bogen zu schlagen, was eine ganz wichtige Verknüpfung ist. Diese Rollups sind so wichtig und so gut, dass sich sogar die Ethereum-Basistechnologie, die Roadmap gerade danach ausrichtet. Also Vitalik hat selber gesagt, ich versuche es mal voll einfach zu erklären. Wenn Sharding kommt mit Ethereum 2.0, ist die wirklich noch eine offene Frage, ob alle Shards volle Smart-Contract-Fähigkeiten bekommen, also so wie jetzt Ethereum 1.0 mit der EVM und so weiter, oder ob die einfach nur Datenlayer sind für Rollups. Das heißt, das könnte, also in der Ethereum-Zukunft könnte es so aussehen, dass wir zukünftig einfach nur noch Rollups verwenden und die Ethereum 1.0-Chain hat keinen anderen Zweck, als diese Rollups quasi abzusichern, sowie die Daten zu halten. Und dass diese 64 Shards einfach nur Rollup-Data-Shards sind und nicht mehr. Es kann sein, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist.
Und dass wir vielleicht nur einen Chart, nämlich den Ethereum 1.0 Chart, wenn man es so möchte, behalten, der wirklich diese EVM-Fähigkeit hat. Oder nein, es bekommen alle die Fähigkeit und es wird 64 gleichwertige Charts. Aber dieser Zukunft, Ethereum 2.0 mit Rollups, die ist sehr eng verknüpft. Dass eigentlich beide Skalierungsmethoden miteinander verknüpft genug Kapazität ergeben, um, was ich, das heutige Visa-Netzwerk und andere völlig gleichzukommen. Also dann sind wir einfach an dem Punkt, wo man sagen kann, wir können Micropayments machen, wir können alles machen. Der Bedarf der Menschheit ist damit erfüllt. Also rein technisch gesehen. Wenn Rollups alles funktioniert und Ethereum 2.0 funktioniert und das miteinander verbindet, kann das sein, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist. Und dann kann man sagen, jetzt kann man anfangen, das Protokoll einzufrieren. Jetzt kann man sehen, wie viel Issuance, also wie viel Ether müssen ausgegeben werden, um Ethereum 2.0 sicher zu gestalten. Das alles kann dann sich einpegeln und dann kann man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, und jetzt frieren wir das Ganze, also eine ganz natürliche Entwicklung, genauso ein, wie heute Bitcoin eingefroren ist. Und dann ist für mich dieser Ether sehr, sehr, sehr viel mehr wert als der Bitcoin, weil er einfach nur diese, irgendwann mal dieselben Versprechen hat im Sinne von, sagen wir mal, dieses Immutability oder Unveränderbarkeit, dieses feste Basis, auf die man sich verlassen kann, technisch, dass sich nicht mehr ändert. Das, glaube ich, wird irgendwann auch mal bei Ethereum kommen. Plus aber dieser extrem große Nutzen oder Utility, dass man sagen kann, man kann damit ganz viel machen. Die ganzen Anwendungen und man nutzt Ether zum Staken, man nutzt Ether in diesem ganzen DeFi-Finanzökosystem. Und wenn das kommt, dann hat Ethereum wirklich das Ziel erreicht, was wir immer versucht haben zu machen. Das heißt, wir sind also in der Veränderung schon mittendrin. Es passiert die Optimierung, Verbesserung, Skalierung. Aber es ist noch offen, wie das Endergebnis mit Ethereum oder nach Ethereum 2.0 aussieht. Ja, und dann ist es halt auch so, wenn du hast gefragt nach weiteren Skalierungsmethoden, das ist halt ganz, ganz abhängig von der Applikation. Wenn ich sage, es geht mir nur um Daten, ja, dann kann ich mir auch anschauen, was halt Filecoin macht oder Swarm und so weiter. Es muss ja nicht alles auf dieser Ethereum-Basis-Chain immer laufen. Es ist ja gar nicht um das Sinn und Zweck. Jede Applikation, jede Art muss dort komplett mit allen Daten und so weiter sein. Oder wenn ich sage, ich habe viel Rechenpower, gibt es auch ganz also ja, Jahrzehnte alte Technologien, einfach zu sagen, ich habe einen Datensatz, ich hashe den, nehme die Hash in die Chain und bin fertig, muss nur schauen, dass die Daten noch irgendwo sind. Für manche Anwendungen reicht das auch völlig aus. Also letztendlich wird es in den nächsten Jahren, ist es wie im Baukasten, wo man gewisse Werkzeuge hat, ob das die Rollups sind, ob das das Sharding ist, ob das ganz simple Hashing-Algorithmen sind, ob das sowas wie Definity ist oder eben einfach Merkle-Trees und die ganz normalen Technologien. Das sind einfach den Baukasten, den ich habe und aus denen baue ich meine App. Und das, ich muss ja nicht versuchen, alles dieses eine Loch reinzukriegen, wenn es nicht passt. Das Loch kann die eine Sache sehr, sehr gut und soll das auch weiter gut können. Und wir möchten da gar nicht nochmal groß Kompromisse eingeben, um daraus die eierlegende Wollmilchsau zu machen, weil die eierlegende Wollmilchsau vielleicht gar nicht so gut ist, wie eben eine Sache, die das wirklich gut kann. Mhm. Hat der Bitcoin auch so die Philosophie zu sagen, Bitcoin kann das gut und mehr soll es nicht können. Ist ja eine valide technologische Ausrichtung. Ja. So, Ethereum 2.0 hast du auch schon ein paar Mal angesprochen. Du hast auch schon angedeutet, dass es sein könnte, dass die Zweier-Version von Ethereum das Skalierungsproblem lösen könnte, richtig? Ich sage mal, im Zusammenhang mit Rollups bin ich der Meinung, wird es das lösen, ja. Bin ich optimistisch. Gut. Wird es dann deiner Meinung nach bei 64 Subketten bleiben oder kann es dann sein, dass wir doch auf 1024 oder 128 nur? Das kann sein. Ich denke, 64 war ein konservativer Start, der auch ein bisschen damit zu tun hat, dass man erstmal schauen kann. Wir wollten, zwischen diesen Ketten soll ja auch Kommunikation stattfinden. Es soll so eine Art Light-Clients geben, die halt die Ketten miteinander verbinden. Das muss erstmal in Ruhe erprobt werden. Das heißt, man wird dann sehen, ob dort noch Potenzial ist für mehr oder nicht. Genauso hat Ethereum angefangen mit einem viel, viel kleineren Block-Gas-Limit, als wir es heute haben. Und da hat sich heute eingependelt, der Wert als nicht zu groß, dass man keine Node mehr laufen lassen kann, aber trotzdem noch groß genug. Und ähnlich wird es, denke ich, mit diesen Subketten sein. Von diesen Charts, dass man dann irgendwann sagt, es gibt eine Größe, die das Optimum ist. Die 64 wird es wahrscheinlich nicht, also wäre ein großer Glücksfall, wenn die 64 genau das Optimum war. Ist einfach ein Optimierungsproblem, das wird ein paar Jahre brauchen, bis man dann das Optimum gefunden hat. Mal gucken, wo wir dran enden. Ist einfach wieder ein Kompromiss zwischen Dezentralität, kann ich nochmal eigene Node laufen lassen und so weiter. Also es gibt ja EIPs, Ethereum Improvement Proposal, also Verbesserungsvorschläge für Ethereum. Und was hältst du da von dem Vorschlag 1559? Ich finde ihn gut, wobei man ihn jetzt auch nicht als Allheilsmittel loben muss. Was er also ich muss erstmal sagen, ist, dass der Detail, die grobe Idee ist die, dass man einfach mehr
Voraussagbarkeit bekommt, was die Gaspreise angeht und einen Teil der Gaskosten quasi verbrennt, also quasi eine Art Deflation hat quasi. Die ist aber A nicht sehr groß und B löst sie nicht das Kernproblem, nämlich dass die Kapazität beschränkt ist und die also Angebot bleibt gleich, Nachfrage bleibt groß. Das heißt, sie wird jetzt nicht dazu führen, dass die Gaskosten extrem runtergehen, sondern sie wird eben nur dazu führen, dass es einfach etwas vorhersehbar ist, zu welchen Preisen ich meine Transaktionen reinbekomme. Das ist eigentlich, worauf es abzielt. Und B, ja, es führt zu einer leichten Verknappung von Ether, aber nicht so massiv, dass es jetzt einen riesen Einfluss haben sollte auf den Preis oder sonst was. Also ich habe mich auch nicht so im Detail damit beschäftigt, jetzt genau sagen, was jetzt die aktuellen Zahlen sind, wie viel man da verbrennen möchte pro Block. Deshalb kann ich es nicht so, will ich mich auch ein bisschen jetzt nicht mit Wissen geschmücken, was ich nicht habe. Ich kenne gerade nicht die Details, was die aktuellen Vorschläge sind, aber das ist die grobe Idee. Im Prinzip eine gute, schöne Optimierung, aber nicht, das löst nicht das Skalierungsproblem und ist einfach eine nette Kleinigkeit. Nice to have. Kann man machen, wenn nicht, auch nicht schlimm. Und es führt auch nicht dazu, dass da kriege ich immer Fragen von anderen, die da sagen, auch wenn ich Gas verbrenne, wenn ich Ether verbrenne, dann bleiben mir am Ende gar keine Ether vielleicht mehr übrig und dann steht auf einmal die ganze Chain, weil alles verbrannt ist. Also dazu führt es nicht, haben wir jetzt auch gehört. Die Issuance ist ja immer noch größer, als was verbrannt wird aktuell. Also von daher keine Sorge. Und selbst wenn, da muss man ja auch sagen, Deflation wäre auch nichts, was schlimm wäre. Bitcoin ist ja streng genommen langfristig gesehen auch deflationär. Denn wenn irgendwann mal 21 Millionen erreicht sind, es werden immer Bitcoins vernichtet, weil Private Keys verloren gehen. Können wir auch sagen, gibt es irgendwann keine mehr, weil alle Private Keys irgendwann mal verloren gegangen sind. Nein, Bitcoin ist ja auch teilbar in viele Satoshis und Sats und was auch immer. Und genauso ist Ether, hat 18 Nachkommastellen, dann rechnet man irgendwann mit Wei. Also selbst wenn es nur ein Ether gibt, na gut, dann haben wir 10 hoch 18 Wei, dann machen wir damit weiter. Also das ist quasi eine Frage, die ist völlig irrelevant, weil man kann es einfach weiter teilen. Ja, wobei aber das deflationär, muss ich mal wieder eingrätschen, ist es überhaupt nicht, weil deflationär bedeutet ja, das Einzige, was deflationär ist, ist die Geldmengenerweiterung. Das heißt, es kommen weniger neue Ether, weniger neue Bitcoin in die Welt. Und das alleine ist aber schon inflationär, dass neue reinkommen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wenn Ja, Private Keys verloren gehen. Und wenn Private Keys verloren gegangen sind, sind Bitcoin nicht mehr transferierbar und dafür in allen praktischen Sinne sind sie quasi weg. Und in dem Sinne deflationär. Ja. ich vergleiche das immer mit, wenn ein Private Key verloren gegangen ist, wie ein Schiff, was Gold geladen hatte, gesunken ist. Vielleicht kann man es irgendwann finden, aber meistens ist es dann unauffindbar. Aber Okay. es gibt schon Schatzsucher im Bitcoin-Bereich, die das machen. Ja. Ja, wobei man jetzt mathematisch mal rangehen muss. Mathematisch kommt man an den Private Key nicht ran. Es gibt nur die Möglichkeit, dass jemand einen schlechten Algorithmus, schlechte Zufallszahl oder wie hat man Brain Seed Phrase genommen hat, also wo man selber sich die Seed ausgedacht hat, solche Geschichten. Ja, da gibt es, wenn man kann, man ein bisschen spielen und probieren mit irgendwelchen Zufallsgeneratoren, Grafikkarten. Übrigens habe ich alles schon gemacht. Also ich habe auch schon mal einen Auftrag gehabt von jemandem, der hat seinen Private Key verloren und wollte mir helfen. Ich sollte ihm dabei helfen. Er hatte halt so eine Idee, was sein Passwort sein konnte. Dann kann man halt gewisse Passwortgeneratoren durchjagen, die halt Groß-Kleinschreibung vorne, hinten. Wenn du mir 10 Wörter gibst, kann man alle mal durchprobieren. Aber wenn die Tipps, die er dir gibt, nicht gut sind und das nicht dort dabei ist, hast du einfach keine Chance. So. Ja, gut. Ich fasse mal drei Fragen zusammen. Was kommt nach der DeFi und dem aktuellen NFT-Hype? Nächste Frage ist, wird DeFi reguliert werden? Und du bist ja auch Mitglied im Fintech-Rat, glaube ich, also die den Finanzminister der Bundesrepublik beraten. Wofür spricht sich hier an dieser Stelle der Fintech-Rat aus, was DeFi-Regulierung betrifft, sofern dort schon darüber gesprochen worden ist? Alles Fragen, auf die ich natürlich keine hundertprozentige Antwort weiß, aber erstmal, was kommt nach DeFi, NFT? Gute Frage, vielleicht wieder DAOs, wer weiß. Aber Fakt ist, ich sehe langfristig einfach nur dieses gesamte jetzige finanzielle Ökosystem wird auf eine Blockchain gehievt oder neu gebaut und neu gedacht. NFTs sind ja auch nichts ganz Neues. Früher gab es auch schon irgendwelche Münzensammler, Kartensammler, die irgendwelche Originale hatten und so weiter. Das ist nur die digitale Version davon. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann digitale Dinge damit einzigartig machen auf der Blockchain. Das ist einfach das, was schön ist. Ich kann ein Kunstwerk oder ein Lied, Musik, was auch immer, sagen, ich verbinde das mit einem Non-Fungible Token, dafür steht der NFT, und dann widerspiegelt dieser NFT diesen Wert. Wobei hier auch Vorsicht geboten ist, wie stark ist der Link? Ist dieser Link wirklich rechtlich so stark? Ist der Link wirklich
Wo liegen die Daten? Wo liegt das Bild? Also, man muss manchmal ein bisschen vorsichtig sein mit NFTs, ob die wirklich das auch sind, was sie zu sein scheinen. Aber man kann natürlich NFTs machen, die tatsächlich zum Beispiel 1:1 gelinkt sind an von mir aus die Dividenden von irgendeinem Projekt. Kann man technisch auf einer Smart Contract absolut so umsetzen. Also, NFTs sind einfach nur ein weiteres Tool in einem Spiel, in einem Werkzeugkasten, was man für viele Dinge nutzen kann. Schöne Sache, aber ich sag mal, insgesamt gesehen, man muss ja einfach die Welt versuchen, neu zu denken mit einer Blockchain als Basis und dann werden die Dinge langsam Schritt für Schritt kommen. Was zuerst kommt, was später kommt. Die NFT hat es schon gegeben vor 4, 5 Jahren auf der Blockchain. Also, wir haben schon zu DEFCON 1 darüber gesprochen. Da gab es, also, wir haben es vorher noch nicht so genannt, aber da gab es auch die Idee, dass man Musik tokenisiert und all die Ideen gab es schon. Ein Pionier zum Beispiel war auch der Mitgründer von Ocean Protocol, Trent McConnachie, der damals mit Bitcoin Chain angefangen hat. Ist halt leider falsches Timing, wie auch immer. Manchmal kann man das nie vorhersagen, wann irgendwas durch die Decke geht. Jetzt war halt die Zeit für NFTs gekommen, weil die Blockchain-Infrastruktur weit genug bekannt ist, Akzeptanz gefunden hat, wie auch immer. Es gibt viele Dinge, die es schon oft gab, aber jetzt, wie auch die DAO, glaube ich, das Timing war einfach nicht perfekt. Ich bin der Meinung, es wird noch viele große DAOs geben, die zum besseren Timing sehr groß wären. Die erste DAO war vom Timing her zu früh. Aber das, was noch genau wann kommt, weiß ich nicht. Wird DeFi reguliert werden? Sicherlich ist auch schon so. Wie weit ist es möglich? Die Frage ist genauso wie die Frage, wird Bitcoin reguliert werden? Ist es irgendwo schon? Ja, Exchanges sind reguliert. Kann man das richtig regulieren? Es gibt Regierungen, die sagen irgendwas, dass es verboten ist in irgendwelchen Ländern. In anderen Ländern ist es dann doch nicht. Praktisch sieht es wieder ganz anders aus. Also es ist dieselbe Frage, wie wir Bitcoin und Ether reguliert. In gewissem Sinne gibt es bestimmte Tendenzen und Wünsche, aber Umsetzbarkeit und so werden wir sehen. Also kann ich ganz schwer vorhersagen. Wofür spricht der Fintech gerade aus? Also ich war bis jetzt sehr, sehr überrascht darüber, wie offen und wie wichtig das Thema Blockchain dort genommen wurde. Seit ich dort drin bin, von Anfang an war das immer ein sehr dominantes Thema gewesen. Was mich einfach überrascht hat zu sehen, hier ist der Finanzminister. Hier sind viele Vertreter von den großen deutschen Banken und auch Fintech-Startups und anderen. Und dass das Thema an und für sich ähnlich dominant oft war, wie eben jetzt die letzten Fintech-Sachen, wie sie alle heißen, die Namen kommen gar nicht allen Sinn, EIDAS und wie die ganzen Regelungen, die waren alle natürlich besprochen worden. Aber Blockchain ist dort auf jeden Fall sehr präsent. Es gibt einen Ausschuss, der beschäftigt sich zum Beispiel mit der Digitalisierung des Euros. Es sind mehr Beratungsausschüsse, es sind natürlich keine Ausführungen in diesem Fintech-Rat. Es sind ja nur, wir beraten, wir denken drüber nach, wir sprechen alle Themen an. Es gibt Ausschüsse, die sich gewissen Themen besonders widmen. Und wie zum Beispiel den digitalen Euro. Und es gibt dort sehr, sehr viele starke Befürworter für den digitalen Euro. Inwiefern das dann die Bundesbank oder die EZB oder wer auch immer annimmt und umsetzt, ja, das ist natürlich, kennen wir alle Deutschland gut genug. Das geht nicht schnell. Okay, zum Thema, wenn du Satoshi Nakamoto wärst, würdest du dann deine Identität verbergen? In dem Falle ja, weil Satoshi Nakamoto hat dadurch Bitcoin einen echten Mehrwert gegeben. Diese anonyme Gründung, es hat auf jeden Fall nicht nur einen großen Reiz, es führt eben auch dazu, dass es einfach wirklich ein unabhängiges Protokoll ist. Vitalik Buterin damals, das war einfach nicht, A, nicht möglich und B, hat er Ethereum sehr, sehr gut angeführt, aber auch er hat sich jedes Jahr Stück für Stück zurückgenommen aus der praktischen Führung und Leitung. Und meine persönliche Vermutung ist, wenn Ethereum 2.0 sauber auf den Weg gebracht ist, ist er 100% nur noch Researcher. Vielleicht nimmt ihn irgendeine Uni als Professor, wo dann so Sachen so machen darf, aber er nimmt sich praktisch jetzt schon so weit raus, dass er auch nicht mehr als ein aktiver Führer in der Ethereum-Community so wahrgenommen wird, wie es vielleicht am Anfang war. Aber ja, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich so eine Gelegenheit dazu hatte, auch tun, ja. Was würdest du mit deinen Bitcoins machen, der Satoshi Nakamoto offensichtlich zuerst oder einzig allein eine gewisse Anzahl erzeugt hast, wenn du Satoshi wärst? Tja, in Ether umtauscht. Okay, dann, wir wissen ja alle, bis jetzt hat Satoshi Nakamoto noch keiner gesehen. Ich habe aber in Mittweida am Markt 16 schon ein Klingelschild gesehen, Satoshi Nakamoto. Da klingel ich auch, aber ich habe ihn noch nie rauskommen sehen. Tja, kann ich Also, niemals erfahren. wer oder was ist Satoshi Nakamoto in deiner Meinung nach? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, wenn ich mir die Geschichte angucke, auch damals 2013, ist immer noch meine engste Vermutung, dass es Hal Finney sein könnte, aber es ist nur Spekulation.
Halfine ist der Zweite, der damals mit Bitcoin hatte. Und ob er mit sich selbst gesprochen hat oder ob er mit Satoshi Nakamoto gesprochen hat, wer weiß. Also ich glaube, die Welt wird das niemals rausfinden. Ich weiß es auch nicht. Das ist nur, wenn ich raten müsste, aber keine Ahnung. Okay. Ich habe keinen Beweis dafür. Ja. Der echte Beweis ist nur, wenn er mit den Keys signieren kann, den er damals benutzt hat. Das ist der einzige Beweis, den irgendjemand akzeptieren würde. Das wird er aber nicht, das wird aber nicht tun, weil er dann ja verantwortlich gemacht wird, dass er die Büchse der Pandora geöffnet hat. So, und Also. ich habe eine andere Vermutung, wer Satoshi Nakamoto ist, müssen wir heute jetzt nicht drüber reden, aber dass halt auch jemand, der quasi die Auswirkung abschätzen konnte, wenn er ein Geld in Umlauf bringt, was sich mit den großen Geldern wie US-Dollar und so weiter anlegt. Und da gibt es ja schon genug Beispiele, wie es andere gemacht haben und was denen widerfahren ist. Ja, also ich denke, das war heute sehr interessant und aufschlussreich und wir haben auch eine gewisse Abrundung erreicht. Christoph, recht, recht vielen Dank für deine Bereitschaft und deine Zeit, hier bei uns im Podcast aufzutreten. Vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Folge mit dir. Müssen wir schauen, das wäre sehr interessant. Hast du zum Abschluss oder möchtest du zum Abschluss gerne noch etwas für unsere Zuhörer, Zuschauer sagen? Ja, ich finde es toll, dass ihr euch für das Thema interessiert. Es ist ein extrem spannendes Thema und wird die Zukunft meiner Meinung nach stark beeinflussen. Also für euch und für auch eure Kinder, die sollten davon nämlich auch erfahren. Ganz wichtige Sache, bleibt also bei dem Thema dran. Danke Danke und dir. auf Tschüss. Wiedersehen. Ja, ciao.